Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde DSA 5. Wir spielen heute die Klingende Nacht und ja, wir, das sind der Quali, weil der Esel sich immer selbst zuerst nennt, und dann die Feder alias Ikayu. Hat die Ton? Ich habe Ton, hallo. Ja, sehr schön. Ich dachte, es übrigens sehr schön aus dem Handgelenk, also... Na? Elegant. Lange geübt. Habe ich ganz 2 Wochen für Zeit gehabt. Ja, dann haben wir den Pölle, der spielt Goswin. Schuhu. Ja. Und wir haben Leopardin 202, die spielt Ilva. Guten Abend. Und last but not least Rerion als Lothir. Ja. Ja, wir befinden uns im stürmischen, kalten Norden Aventuriens und ich habe hier, glaube ich, irgendwo sogar, Moment, super vorbereitet, da, eine Karte für euch, und zwar in dem kleinen Städtchen Frigorn befinden wir uns am Blauen See, der Heimat von Lothir und, naja, so halb auch von Ikayu. Und in diesem kleinen Städtchen sind sie um das, ja, die Stadt vor einer Invasion von Dunkelelfen, um die Stadt zu warnen und vielleicht zu mobilisieren. Und außerdem suchen sie im Frigorn nämlich auch noch die Ruine des eines ehemaligen Magiers, der da irgendwelche merkwürdigen Aufzeichnungen über ein Ungeheuer, das im Blauen See leben soll, wohl gemacht hat. Und anscheinend suchen die Dunkelelfen nach diesem Ungeheuer oder versuchen, die Notizen an sich zu kriegen, um das Ungeheuer unter ihre Kontrolle zu bringen. Denn ja, seit der Magier weg ist, lebt es dort im Blauen See, ohne dass es irgendjemand kontrolliert. Aber es gibt eine Formel, es unter seinen Bann zu ziehen, und diese suchen die Dunkelelfen. Und das haben unsere Helden herausgefunden und eilen zur Hilfe. Das Blöde ist nur, Ikayu hat unterwegs vergessen, dass sie ein paar persönliche Probleme hat, und die haben sie in Frigorn wieder eingeholt. Und wenn ihr wissen wollt, was genau da passiert ist, dann müsst ihr die letzten Folgen gucken. Wir starten heute ohne Recap direkt hinein ins Geschehen. Und weil Ilva das letzte Mal nicht da war, beginnen wir bei Ilva. Und ich erkläre dir jetzt, Ilva, was ich mir das letzte Mal mit deinem Charakter angestellt habe. Oh. Ja? Ilva hat wahrscheinlich kalte Füße, kalte Hände, weil sie hat nämlich die ganze Zeit lang vor dem Zelt des Schamanen mit verschränkten Armen und böse dreinguckend Wache gehalten. Einmal ist ganz kurz Goswin gekommen, hat irgendwas Merkwürdiges von wegen, du bist doch auch der Meinung, erzählt, und ist dann im Zelt verschwunden. Und jetzt kommt er da schon wieder seit Minuten nicht raus. Da ist irgendwelches Gequatsche und ja. Die sitzen da und sitzen da und sitzen da. Wie jetzt? Die sitzen im Zelt und labern? Ja. Ich dachte, wir wollten hier so eine Zaubererhütte durchsuchen. Ja. Anscheinend haben die ihre Pläne geändert oder so. Das ist bestimmt nett, nach dieser Schlittenfahrt im Warm zu sitzen und so. Ich sehe das ja alles ein. Aber, Leute, wir haben ja Aufgaben zu tun. Vielleicht sitzt uns auch noch dieser komische Stamm im Nacken, die wir da an der Schlucht bekämpft haben. Da hieß es doch auch, die wären schon mal fast hier gewesen. Also ich stapfe da jetzt mal ein bisschen ungehalten rein und denke mal, sind mal liebe Leute, was läuft hier eigentlich? Warum kommt ihr da jetzt nicht wieder raus? Wir wollten doch die Hütte von dem Zauberer durchsuchen und so. Jetzt kommt doch mal. Hier sitzen im Warmen und so, wie die Hausfrauen. Also sag mal. Ja, die Stimmung. Wir haben eine Mission, Freunde. Die Stimmung, als du in das Zelt des Schamans hineinplatzt, ist irgendwie so, als würdest du
naja, jetzt nicht zu einer Beerdigung reinplatzen, aber irgendwie schon etwas, naja. Leute haben so ein bisschen Glitzer in den Augen voll Tränen und ja. Vielleicht gerade Zwiebeln geschält. Ja, aber es riecht hier nicht nach lecker Eintopf. Freunde, was ist los? Und kostet jetzt. Ich klinge mich dann mal wieder aus bis zu nach dem Stream. Bleib hier! Ich gehe mal meine Pizza machen. Tschüss. Ich halte Ilva die Schale mit der vergorenen Milch hin. Ilva, setz dich mal. Okay, das kommt mir entgegen. Ich habe auch jetzt echt gerade ein bisschen kalte Füße. Habt ihr noch was Warmes zu trinken? Das wärmt auch. Es schmeckt scheußlich, macht aber warm. Ja. Die Kaiju fehlen ausnahmsweise mal die Worte, das ist selten. Also während du draußen Wache gestanden hast und so, haben sich ein paar winzige Dinge ereignet, die möglicherweise längere Auswirkungen haben könnten. Sollen wir hinten anfangen? Ich wäre froh, wenn ihr überhaupt mal anfangen würdet hier mit dir. Ja, pass auf. Ich kann gerade nichts anfangen, ja? Die Kai und ich sind jetzt verlobt. Was? Ja, die Kaio läuft hoch und Anzug, man kann das sehen, so wie so ein Thermometer. So. Und okay. Hebt so eine Hand. Gut, das ist die Quintessenz. Das ist das Ergebnis. Ja, herzlichen Glückwunsch oder so. Ich stelle das jetzt einmal. Weil ihr jetzt eine Nacht zusammen in einem Schlafsack wart. Ich gehe euch schnell bei euch. Und ihr fängt wieder an zu lachen. So. Nein, also ehrlich, oh, du hast doch mitbekommen beim Schreien, wo ich wiederkam von meiner Familie, dass ich diesen Verlobten an der Backe habe, den ich nicht loswerde. Jetzt hast du zwei. Jetzt hast du zwei, ja. Und kannst du denn nicht dem das einfach sagen, nein, dass er den Bock auf ihn hat? Erinnerst du dich, was Sotir da vorgeschlagen hat? Er hat ja gesagt, nee. Dass. Okay, von vorn. Also, mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich mit Nituk verlobt werde. Nituk ist der Sohn eines anderen Stammes und wird irgendwann Stammesführer werden. Er ist relativ groß, relativ stark, gesund, also eigentlich eine gute Partie. Das Problem ist, Nituk und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit und so nahe wir uns früher standen, umso entfernter sind wir uns heute. Was so weit geht, dass ich seine Nähe nicht ertrage, weil er mich erdrückt und weil er mich verändert und weil er mir das nimmt, was mich ausmacht, um mich zu dem zu machen, was er braucht und will. Und das Problem ist, diese Verlobung wurde als Handel abgeschlossen. Und da ich mich weigere, diesen Handel zu vollziehen, der über meinen Kopf hinweg beschlossen wurde, ist mein Stamm jetzt in einer Notlage. Und da ich die Verlobung nicht rückgängig machen kann, auch wenn ich es gerne würde, und Nituks Familie nichts akzeptiert, außer dass ich ihn heirate oder es einen Konkurrenten gibt, hatte Lothir dann diese brillante Idee. Ja, und der Bart zuckt so ein bisschen. Sich ob an der Grimasse schneidet oder grinst, das könnte auch beides sein. Goswin und ich haben uns dann jetzt eben ein bisschen ausgesprochen.
aber ich glaube, das erzählt er dir besser selber, seinen Teil. Da möchte ich ungern eingreifen. Und im Endeffekt hat er eingewilligt, mich zu heiraten, um mir zu helfen, Nituk vielleicht loszuwerden. Durch einen Zweikampf, welcher Art auch immer. Wobei mir immer noch nicht wohl ist bei der Sache, aber ja. Ikayo schiebt so ein bisschen Stroh mit einem Fuß in die eine Richtung und dann wieder zurück. Zwei Dinge. Ja. Politische heiraten, ne? Die Katze voll in die Tonne treten. Habe ich schon immer gesagt. Schon immer. Könnte ich dir auch was zu erzählen? Aber lassen wir jetzt. Wir bleiben jetzt mal bei dir. Hast du gerade gesagt, Goswin in einem Zweikampf? In was denn bitte? In Vögelchen verwandeln? Das wissen wir doch nicht. Dafür wäre ich ehrlich gesagt sehr dankbar, denn ich glaube, das kann ich besser. Ich brauche mal vergorene Ziegenmilch, sonst übernehme ich das nicht. Auf jeden Fall würde Ikayo Ilva jetzt einfach mal gerade umarmen. Einfach, weil sie gesagt hat, was sie gesagt hat. Und ihr das sehr viel bedeutet und das gerade sehr gut tut. Und also, egal, wo Ilva gerade steht, das ist gerade einfach nur so einfach, danke. Ich umarme zurück, ich verstehe das total. So ein Mist, also ehrlich, so ein Mist auch. Okay, also der Ausweg ist jetzt, Goswin muss dich heiraten oder nur so tun, als ob er dich heiratet und diesen Typen eben kann. Das ist das Problem. Ich komme aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Goswin rauf und runter. Goswin, wie viel Zeit kannst du da rausschlagen? Ich meine, reden kannst du ja. Ne? Wie viel Zeit kannst du rausschlagen? Ich würde mit dir trainieren. Wieso Zeit rausschlagen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bis der Wettkampf stattfindet. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Ich könnte nämlich mit dir trainieren, würde ich machen. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit für dich und guck nochmal so an dir rauf und runter. Es ist bestimmt förderlich, wenn wir jetzt sagen wir mal, wenn es morgen stattfindet und Goswin aus dem Schlafsack gerollt, weil er komplett einbalsamiert ist. Wenn das morgen stattfindet, Luthi, er ist der Zauberer, nicht ich. Also noch muss ich in die Familie gehen und denen sagen, dass ich ihn nicht heirate, weil ich einen anderen Verlobten habe. Also ich bin da noch gar nicht gewesen, ich muss da noch hin. Und dann deswegen wissen wir auch noch nicht, wann das stattfindet und was das wird. Und, aber die können die Zeit bestimmen. Weil also je nachdem, wenn Nituk die Herausforderung ausspricht, haben wir vielleicht eine Chance. Wenn wir die Herausforderung aussprechen müssen, dann ja. Aber jetzt mal kurz im logischen Zusammenhang. So wie ich das verstanden habe, ist doch alles klar. Und ich würde daherkommen und sagen, Obacht, Herausforderung. Oder? Kommt drauf an, wie sehr ich mich verreizen kann. Bei den Tali-Wesen ist das sehr schwierig. Normalerweise in so einem Fall, wenn auf einmal, weil sie zaubert, ja, er macht so Gänsefüßchen, auf einmal einen Verlobten aus dem Hut, würde sich vermutlich Nituk schon geprellt vorkommen und dann hätte er das Recht der Herausforderung, weil er das für eine abgekartete Sache halten könnte, was es streng genommen ja auch ist. Wäre das eigentlich für uns gut? Naja, dann bestimmt eher, wann der Wettkampf stattfindet und unter welchen Bedingungen und wie der Wettkampf beschaffen ist. Dann gibt es die einzige Möglichkeit, dass Ikayos Vater bzw. der Schamane sagt, gegen das oder das bin ich dagegen, weil du das nicht kannst. Das wäre nicht gerecht, weil es soll ein Kampf
eigentlich sowas auf Augenhöhe sein. Das letzte Wort hat immer der Schamane. Also, ich würde jetzt, wie gesagt, überhaupt erstmal hingehen. Und das Ganze, die Lawine ins Rollen bringen. Und dann schauen wir mal, wie viel Schaden dabei entsteht. Kurze Pause. Ja. Ilva ist sich ihrer Rolle, die dem Plan folgt, noch nicht bewusst. Ganz kurz so ein Fragezeichen, so ratter, 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 Ding. Ach ja. Ja, erklär du mal, Luthier, war sowieso deine Idee. Luthiers Plan. Und ich gehe so ein bisschen hin. Ich sehe die zweite Ecke. Guck mal so von einem zum anderen. Ja, schon klar. Verschränke die Arme vor der Brust und guck jetzt alle der Reihe nach ein bisschen zweifelnd an. Und dann am Ende bleibe ich bei Luthier stehen und gucke sehr herausfordernd und denke, ja, dann mal los jetzt hier. Also nach meiner ausgesprochen brillanten Idee, dieses Dilemma zu lösen, stellt sich noch ein möglich anderes Dilemma. Wie du schon sagst, Goswin ist jetzt nicht so bewandert in den Tugenden des Zweikampfes und des Nordens. Und wir haben mit Sicherheit nicht die Zeit, ihn so weit klarzumachen, dass er überhaupt ansatzweise fähig wird. Vermutlich. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Also wäre die, haben wir uns gedacht, dass es vielleicht möglich wäre, es gibt denn diese Ausnahme möglicherweise, dass derjenige, der Herausforderer ist, einen jemand anderen benennt, der an seiner Stelle einen Zweikampf beschreitet. Und grundsätzlich haben wir da an dich gedacht. Ich soll also euren Karren aus dem Dreck fahren, ja? Naja, ich als Priester darf es vermutlich noch nicht mal. Er zuckt mit den Schultern. Und im Grunde genommen würdest du nicht den Karren aus dem Dreck fahren, sondern nur niedlich verprügeln. Ja, wenn der immer noch so aussieht wie damals als Kind, nur größer, dann ist das so. Und ich darf nicht antreten, sonst würde ich. Aber ich bin hier der Preis, den es zu gewinnen gilt. Du siehst, wie er dieses Wort nicht schmeckt. Das ist so. Ich gucke mal zu Goswin. Ja, vermutlich sollte ich dich lieber gewinnen als er, oder? Ich meine, du kannst ihn danach immer noch heiraten, wenn du willst. Aber die Chancen stehen höher, dass er nicht ein Breikloppen ist, wenn ihr heiraten wollt, wenn ich das mache, oder? Ich wäre ganz dankbar, wenn ich noch alle Zähne hätte, ja. Also fühl dich nicht gezwungen. Wir wissen halt noch nicht, wie überhaupt die Antwort sein wird. Wir haben es uns nur durch den Kopf gehen lassen, dass das vermutlich die beste Möglichkeit ist, wenn es zu einem traditionellen Zweikampf kommt. Alles okay, andere. Wir sollten den Faustkampf meiden. Darin war ja schon immer unausgesprochen gut. Nur so. Aber wie werden denn die Kämpfe traditionell ausgefochten? Geht es da bis aufs erste Blut oder bis auf den Tod? Oder bis einer schreit, ja, hör auf? Oder was machen wir? Das ist meist vorher aufgibt. Geklärt. Aber in der Regel bis einer aufgibt. Weil Blut ist im Norden zu kostbar, genauso wie ein Leben. Da hätte ich jetzt auch gesagt, aber was weiß ich, was ihr hier für Traditionen habt. Naja, man kann
eigentlich auf niemanden verzichten. Deswegen versucht man auch, schwere Knochenbrüche zu vermeiden, die das Arbeiten einschränken würden. Aber dann bleibt doch nur Raufen als Kampf. Ich kann doch dann nicht mit einer Axt auf den losgehen. Im allerschlimmsten Falle, also es schaut man sich zu Ikayo und zu Goswin, hätte Nidhogg das Recht auch zu sagen, naja, wenn er sich so beleidigt fühlt bis zum Tod, aber das ist denen die Wesen normalerweise fremd. Allerdings weiß ich nicht, was gekränkter Stolz, weil sie hebt doch jetzt beide Brauen, so alles bewirken kann. Ikayo wird noch eine Nummer kleiner. Ich guck noch mal so durch die Hütte, guck mir alle drei länger an, mein Blick bleibt am Ende auf Ikayo ruhen, sieht, wie sie da sitzt, wie so ein Häufchen Elend. Okay, ich mach's. Ich kann nicht erzählen, ihr werdet meine neue Familie und dann nicht für euch einspringen. Man hilft sich im Norden. Gerade als Familie steht man einander bei. Und ihr braucht mich jetzt, also bin ich da. Soll ich mitkommen und dem Kerl erzählen, dass er dich nicht kriegt? Ulkai hat wieder Tränen in den Augen. Das ist gerade ganz schlimm für die. Das ist so, sie hat eine neue Familie gefunden und Freunde, die ihr wirklich am Herzen liegen. Und die so, ja, okay, wir sterben auch für dich. Kein Problem, weil du so eine blöde Kuh bist und diesen Typ nicht heiraten willst. Das ist gerade einfach nur so, oh mein Gott. Oh. Ja. Wenn sie könnte, würde sie sagen, ich liebe euch alle Leute. Aber stattdessen greift sie einfach nur nach Ilvas Hand und sagt, du kannst überall mit hinkommen, wo du willst. Aber hau ihn bitte nicht auf das Brett, bevor ich es ihm gesagt habe. Ja, das könnte sonst ein bisschen schwierig werden. Ja, aber ich kann ja schon mal mitkommen, damit er gleich sieht, was da auf ihn zukommt. Na gut. Ein Hoch auf die Karriere durch die Verbindung. Der Blick ist jetzt gerade tödlich. Falscher Zeitpunkt für schlechte Witze. Lothir. Eigentlich war das gar kein Witz. Gebt mir mal bitte noch einen Schluck. Bevor wir uns anfangen, gegenseitig umzubringen, sollten wir vielleicht los. Betrink dich nicht, das hilft nicht. Bitte tut mir das nicht an. Ich zitter so sehr, dass ich sowieso das Ding nach kurzer Zeit wieder abstelle, ohne zu tun. Okay. Jetzt kommt dein Schritt, Ikayo. Juhu. Naja, hey, schau mal, ob das Eis mich trägt. Wer dann... Schauen wir mal, ob das Eis mich trägt. Ach, das wird schon gehen. Hätte das vielleicht ein bisschen zu schnell gesagt. Ich liebe dich, aber sei verstanden. Ja, Ikayo atmet tief durch und steht auf. Und dann, gut, dann geh ich jetzt oder wir jetzt mal rausfinden, wo Nidhogg und sein Stamm lagert. In so einem Reflex, der Holotia geht, steht auch auf und fängt gleich an zu schwanken. Hoch! So. Komm her, Liska. So viel Karinmilch. Dann schaue ich Goswin nochmal an. Sicher? Wenn ich da rausgehe, gibt es kein Zurück mehr. Sicher. Okay. Und dann verlasse ich das Zelt. Ja, komm bitte mit. Sorg dafür, dass ich nicht weglaufe. Versperr mir einfach nur den Rückweg. Band und Fessel.
her und ich verlasse das Zelt als Erste. Ich gehe mit, wie angekündigt. Ja, ich auch. Und der schwankende Lot hier kommt hinter drei. Ich habe gerade gesehen, dass ich nur Zechen 2 habe. Das ist also irgendwie nicht ganz so toll. Lotius, neuer Kampfstil, Drunk Master. Super. Ich hack Loti hier so ein bisschen unter, damit das nicht ganz so peinlich aussieht, wenn wir da hinkommen. Ich will der Priest hier, ja. Ja. Der Messwein wird bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Ist das klar? Bei Ilfeln. Alles klar. Also, ja. Du schwankend, Goswin total zitternd und das schon im Zelt, wo es noch warm ist. Und los. Ja, wo soll es denn hingehen? Ich erinnere mich daran, Nitok zu Lotius Bude geschickt zu haben. Ich weiß das nicht. Ich würde mir jetzt erstmal so überlegen. Am besten gehen wir vor die Stadt, da lagern normalerweise die Stämme. Mit wem willst du denn jetzt reden? Genau, mit deiner Familie oder? Also meine Familie, ich würde erstmal gern mit Nitok reden und dann erkläre ich den Rest meiner Familie. Dann zeige ich einfach nur in Richtung Lotis Haus. Ich gucke dich sehr irritiert an. Er war am Schreien. Kalk weiß, die Farbe geht direkt wieder zurück. Okay. Okay. Dann gehe ich vor. Oh Gott. Ich wünsche dir mir bei. Ja, dann auf zu Lotias Haus! Ja, ich versuche nicht so nervös zu wirken, wie ich bin. Es ist ja relativ einfach zu finden. Ja, das ist, wie viele Häuser hier steht Lotius Haus auf so einem kleinen, so einer kleinen Erhöhung. Einfach weil man hier auch gewohnt ist, dass zwischendurch vielleicht mal etwas mehr Wasser da ist als man oder Schnee. Und man dadurch halt verhindert, dass man die Türen nicht mehr auf und zu kriegt. Und auf der kleinen Treppe, die zu diesem ja nicht sehr großen, aber immerhin ganz schick verzierten Haus führt, sitzt irgendwie ja mit einer Pfeife gerade im Mundwinkel Nitok. Lütenleute, das ist Nitok. Der ist ja ganz schön hochgeschossen. Ja, also Ilva erkennt auch denjenigen, mit dem sie dann ja wahrscheinlich kämpfen soll. Für einen Nivesen ist der äußerst groß gewachsen und ja, breitschuldrig. Ja, man kann sonst nicht sonderlich viel erkennen, hat die Kapuze halt über, ne, weil es halt kalt ist, irgendwie übergezogen. Aber das scheint schon eine imposante Gestalt zu sein. Ich beobachte den mal weiter. Der soll sich mal bewegen. Ich versuche mal so ein bisschen irgendwie anhand dessen, wie er rumläuft und so rauszukriegen, ob das jetzt so ein Typ ist, wie ich jetzt gerade im ersten Moment denke, breit und stark, aber vielleicht eher ein bisschen schwerfälliger. Wenn der sich jetzt auch noch behendet bewegt, dann müssen wir mal gucken. Aber machst du einen Rückzieher? Nö, das nicht, aber dann würde ich mir was Gutes überlegen müssen. Also man muss ja taktisch an den Kampf rangehen. Oberstes Fjerninger-Gebot. Wenn du schon gleich siehst, dass du verlierst, dann machst du es eher nicht. Aber wenn ich nun doch muss, weil ich es ja versprochen habe, dann brauche ich eine gute Strategie. Ja.
In der Tat. Ja, ja, als ihr näher kommt und ja, er euch erkennt, also als Gruppe irgendwie euch gewahr wird, springt er auch relativ schnell hoch. Und es wirkt in der Tat nicht so, als ob das jetzt so ein Klotz wäre, sondern als ob der schon daran gewohnt ist, sich halt auch schnell und grazil zu bewegen. Und ja, läuft auf Ikayo zu und strahlt über beide Backen, kann man so kann man jetzt sehen. Oh oh. Sag doch leise. Ikayo geht ihm noch ein paar Schritte entgegen, aber man merkt deutlich, dass sie sich versteift. Bleibt dann stehen. Und bevor er sie irgendwie erreicht oder so, würde sie ihm halt sehr, sehr förmlich quasi begrüßen. Nitok. Lange nicht gesehen. Ikayo, meine Liebe, ich hab dich überall gesucht. Wo warst du denn? In Frisov. Handelsbeziehungen knüpfen mit den Igelios. Ja, das hörte ich. War es erfolgreich? Beinahe. Es sind Dinge vorgefallen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber Frisov wurde vernichtet. Nein, das ist ja fürchterlich. Ja, es war fürchterlich. Oh, und wer sind deine Freunde? Goswin, nicht wahr? Und Loki kenne ich schon. Danke, dass du sie hergebracht hast, Goswin. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie jetzt suchen gehst direkt. Das ist ja keine Ahnung. Warte, schlägt sie mal so zweimal vor die Wange. Lothir, kennst du schon, das ist Ilva von den Eisfüchsen und meine engste Freundin. Und Fjarniger Volk, hm? Ich glaube, mit den Eisfüchsen, als wir klein waren, haben wir sie mal getroffen. Weißt du noch, da auf den Bergen, wo du geklettert bist und fast in diese Schlucht gestürzt wärst und ich dich rausgezogen habe? Ja, ich erinnere mich. War Mondeis nicht wieder ganz fest. Seitdem haben wir besser aufgepasst. Es war unsere Lehre. Wie alles im Norden eine Lehre ist, was man überlebt. In der Tat. Ach, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Natürlich nicht für Frisov, aber zumindest, naja, haben wir jetzt dann Zeit, dass du dein Versprechen einlösen kannst. Ja, Nitok, wir müssen reden. Über zwei wichtige Dinge. Das sehe ich auch so. Möchtest du das hier tun? Vielleicht im Haus. Ja. Es käme schon hin. Ich mache dann den Kamin an. Zünd dich nicht selber an. Das ist mir noch nie passiert. Außer das eine Mal. Das zweite Mal. Das dritte Mal. Das eine Mal, wo du fast ins Feuer gerollt bist, als du geschlafen hast. Und Ja. Nichts. Mach bitte die Tür auf. Ja, er stolpert so die Treppen so ein bisschen hoch. Soll ich dir helfen, Lothir? Das geht schon. Ein alter Mann muss das alleine schaffen. Wie du meinst? Stimmt dann die Tür auf, weil er die nicht abschließt? Warum auch? So. Was soll man da auch klauen? Er geht rein. Drin ist es relativ, spartanisch eingerichtet.
Es gibt einen Wohnbereich, wo ja, da ist ein Felllager in ziemlicher Nähe zum Kamin. Es gibt einen großen, sehr schönen beschnitzten Tisch mit einer Handvoll Stühlen. Es gibt eine kleine Vorratskammer an der Seite. Mehrere ja, Trophäen und Erinnerungsstücke hängen an den Wänden. Also man sieht so ein Schamanenrad von dem Nivesen, die so eine Kaleschka-Zeichnung von den Orbaden, ein bisschen elfischer Schmuck, würde man sagen. Ja, ein Bärenfell liegt auf dem Boden ausgebreitet und es gibt so eine kleine Kochecke mit ein bisschen Geschirr, also alles wirklich sehr funktional und für jemanden, der quasi nie da ist. Ja, das schickt sich dann erstmal da an, den Kamin anzumachen, damit es ein bisschen warm wird, weil es hier arschkalt drin ist in der Hütte. Ja, zumindest für Goswin arschkalt. Nitok rückt die Stühle für Goswin, Ilva, die Kayo zurecht, ist sehr zuvorkommend und setzt sich dann auch wenn ihr euch hingesetzt habt, an den Tisch. So, ja. Also, wir haben das eigentlich alles schon in die Wege geleitet. Ich müsste noch ein paar Muster aussuchen für die Kleider und ich habe ein paar Verwandte noch, die müssten den, naja, die sind auf dem Weg hierhin. Ja, ferne Verwandte. Zunächst mal. Magst doch blau immer noch, oder? Ich bin eher jemand, der braun trägt, aber... Ach, seit wann das denn? Oh Mann, wird das unangenehm. Seit immer. Bevor Mutti sagt, Entschuldigung, liegt vielleicht an mir. Guck mal so an sich runter. Weißt du, ich habe hier, macht so den Fellumhang ab, weil es ist halt, wird langsam ja wärmer, wenn Lothian das Feuer gemacht hat. Ich habe einen Gaukler getroffen, drüben in den Bergen. Eine reisende Truppe mit einem Zwerg dabei. Ich hatte Goswin, glaube ich, auch davon erzählt, von dem Zwerg. Und der Gaukler, der konnte super gut zeichnen. Guck mal, was er mir gezeichnet hat. Auf meine Beschreibung hinten, da zückt so ein Bild, was Ikayo zeigt. Nitok? Ich halte es nicht aus. Ich möchte, dass du deinen Stamm nimmst. Und weg ist er. Ich halte es nicht aus. Zack, weg. Das war volle Absicht. Schöne Abgabe, muss man dir lassen. Ungefähr wie Sonntag. Stilvoll. Dezent und stilvoll. Ich lege meine Hand auf das Bild, schieb das zu ihm rüber, gucke ihn an und sage, Nitok, ich möchte, dass du deinen Stamm nimmst. Ich möchte, dass ihr alle Vorbereitungen, die ihr getroffen habt, abbrecht und ich möchte, dass ihr euch abreisebereit macht. Warum? Denn die erste Sache, die ich dir mitzuteilen habe, ist, dass Frigon in Gefahr ist. Diejenigen, die Frisor vernichtet haben, sind auf dem Weg hierher. Sie wollen zu Zoberats Haus und sich etwas holen, was dort drin liegt. Und sie werden diese Stadt nicht verschonen. Ich habe das bereits mit meinem Stamm besprochen. Wir haben das bereits mit Gnutanuk besprochen. Wir müssen diese Stadt so weit organisieren, dass sie schnellstmöglich geräumt werden kann. Ach, deswegen hat er eben diese Dorfversammlung einberufen. Jetzt verstehe ich. Richtig. Wo sollen wir denn hin? Ich meine, es ist unser Winterlager hier. Es ist viel zu... Wenn wir jetzt noch aufbrechen, wo könnten wir hin? Wir hegen die Hoffnung, dass wenn die Stadt leer ist, sie die Stadt verschont lassen. Das bedeutet, wenn wir ein oder zwei Wochen verschwinden, sollten wir danach zurückkehren können.
mit den Karänen durch den tiefen Schnee, das schaffen die nicht. Es blieben nur die Berge. Da gibt es einige Höhlen. Genau. Und das Zweite ist, ich werde dich nicht heiraten. Pang, macht es, als Lot hier zum Suppentopf geht. So. Das ist auch dann das einzige Geräusch, was momentan diese Stille durchbricht. Guckt sich kurz um. Also ich zuck volle Möhre zusammen. Ich halte das nicht aus. Ich glaube, ich habe was nicht richtig verstanden. Dann sage ich es nochmal. Ich will, kann und werde dich nicht heiraten, Lituk. Mein Vater hat diesen Deal damals ohne mein Einverständnis geschlossen. Und Moment. Du gehst ja zurück. Wie ohne dein Einverständnis? Naja, er hat sich daran erinnert. Wir sind immer zusammen. Wir machen alles zusammen, bis du weggegangen bist. Ja, eigentlich. Wen sollte ich denn sonst nehmen, außer dich? Eigentlich machen wir schon seit einigen Jahren nicht mehr alles zusammen. Und das auch bevor ich weggegangen bin. Das ist doch Unsinn. Nein, ist es nicht. Wer hat dir solche merkwürdigen Gedanken in den Kopf gesetzt? Lot hier! Ich wusste noch nicht mal, dass ich überhaupt verlobt war. Was? Hast du es mir nicht gesagt? Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ich wollte es selbst nicht wahrhaben. Das geht nicht. Das weißt du. Also willst du mich zwingen, einen Weg zu finden, diese Verlobung aufzuheben? Ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Wie stehe ich denn da? Ich weiß. Ich habe all die Jahre, die du weg warst, habe ich da gesessen, habe gewartet. Habe alle meine Freunde gesehen, wie sie eine Familie gründeten. Und habe immer gesagt, wenn Ikayu zurückkehrt, werden wir die Führer dieses Stammes werden. Ich weiß, dass du dir das alles, so was ich hast, aufgebaut habe, begründet auf dieser Beziehung. Ich weiß. Du zerstörst mein Leben, Ikayu. Aber bei deiner ganzen schönen Planung ist dir anscheinend eins entfallen. Du hättest ja mal fragen können, was ich davon halte. Wie ich hätte fragen sollen. Es war klar, seit wir klein sind. Ja, es war eben nicht mehr klar, Nituk. Und ich bin mir sicher, wenn du dich zurückerinnerst und mal ganz ehrlich zu dir bist, an die letzten Jahre unserer gemeinsamen Kindheit, dann wirst dir aufgefallen sein, dass ich kaum noch da war. Weil ich es nicht konnte. Nituk, ich weiß, wir waren früher unzertrennlich, ich weiß, ja? Aber es passt nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht deine Frau werden. Oh, du kannst. Und du wirst.
Nein. Ich werde nicht. Ich werde jemand anderen heiraten. Blick geht Richtung Lothier. Mich nicht! Ich wollte doch so aussehen. Schüttel nur den Kopf. Ich nicht. Wen? Mich. Scheint dieses kleine Quieken in der Ecke scheint er zu ignorieren gerade. Ja, Ikayu ist furchtbar angespannt. Man sieht so ein ganz, ganz leichtes, unterschwelliges Zittern an ihren Händen. Aber sie steht ihren Mann, könnte man sagen. Also sie weicht auch seinen Blick nicht aus. Und greift dann einfach nur nach Goswins Hand. Auch aus dem Grund, weil sie gerade irgendjemanden braucht, an dem sie sich festhalten muss. Man merkt aber, wie sich Lot, also vor allem immer wird es merken, wie sich Lot hier leicht anspannt. Nur für den Fall der Fälle. Ja. Sie ist auch bereit, jederzeit dazwischen zu gehen, für den Fall, dass der gleiche über den Tisch fällt. Sein Blick geht so auf die Hand, dann Richtung Goswin. Und Goswin hat. Ich weiß nicht, was Goswin schon alles gesehen hat in seinem Leben. Als Verwandlungsmagier wahrscheinlich schon ziemlich viel. Aber. Man sagt ja, manche Schwarzmagier können mit dem Blick töten, wenn sie das möchten. Und du bist froh, dass das wahrscheinlich kein Schwarzmagier ist, der dir da gerade gegenüber sitzt. Ich bereite mich vor, im Ernstfall das Wort Salander zu sprechen. Den. Ja. Goswin ist mein Verlobter. Er ist derjenige, der mich gewählt hat. Und den ich gewählt habe. Er spannt so seine seinen Oberkörpermuskulatur an. Man merkt, dass er irgendwie am liebsten würde er Goswin an die Kehle gehen. Allerdings irgendwas hält ihn davon ab, das zu tun. Schaut Goswin nur finster an und meint, ich werde sie nicht ziehen lassen mit dir. Sondern? Ich werde um sie kämpfen, wenn es sein muss. Ich bin sicher, was auch immer du mit ihr gemacht hast, werde es aus dir rauskritzeln, was du getan hast. Aber das ist nicht natürlich, nicht richtig. Erstens, dieses Urteil solltest du lieber jemandem überlassen, der Ahnung von dem hat, was nicht natürlich ist. Und das bist du, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Das bin aber zum Beispiel ich. Erntet auch Lot hier einen bösen Blick. Der da zurückkriegt. Und zweitens, hältst du es für natürlich, sie zu gewinnen wie ein Stück Beute? Sie zu besitzen? Du hast keine Ahnung von dem, wie das hier im Norden ist, nicht wahr? Du hast keine Ahnung von Anstand. Nimmst deines anderen Frau. Ich glaube, ich bin hier überflüssig. Geht nach oben,
zieht sich seinen Mantel wieder über. Lothia, aus Respekt vor diesem Haus. Aber wenn ihr mir draußen über den Weg lauft, würde ich für nichts garantieren. Danke für deine Gastfreundschaft. Geht zur Tür. Also Luther bleibt angespannt stehen, bis er raus ist, tatsächlich. Er geht raus und schlägt laut die Tür zu. Ich zucke zusammen. Ein bisschen rüttelt das Haus. Mhm. Du hast einen neuen Freund. Guck Goswin an. Ich wollte schon immer einen Bewunderer. Das ist nicht witzig. Ich weiß aber sonst nicht, wie ich damit umgehen soll. Tja, also zum einen schlage ich vor, dass wir nicht, dass zumindest du nicht mehr alleine draußen rumläufst. Seien wir mal ehrlich. Im Ernstfall, wenn er mich nicht wirklich mit einem Hinterhalt erwischt, hat er keine Chance. Aber ich will ihm nichts antun. Goswin, das glaube ich dir sogar, aber da gibt es ein anderes Problem. Er ist im Recht momentan ziemlich... noch. Er ist momentan noch im Recht. Erstens hat er das Recht, den Wesen auf seiner Seite und den Ort. Sollte hier nicht das Recht, den Wesen mich auf offener Straße zu attackieren, ohne Vorwand. Wenn er, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er meint, dass du Ikario verhext hast und er dich niederstreckt in diesem Glauben, würden die meisten das hinnehmen. Ach so. Ohne, dass ein Experte darüber geschaut hat. Ohne, es gibt keine Experten im Norden. Es gibt keinen Schaman, der Ahnung von Magie hat, oder wie? Doch. Es gibt keine Hexen hier im Norden. Es gibt keine Priester. Es gibt noch nicht mal Preiosgeweihte, oder wie? Doch, allerdings regeln die Dörfer und Städte das alles selbst untereinander, ohne so jemanden zu behelligen, weil die meisten sowieso nicht kommen. Was Lothia auch weiß, also der Stamm von, und das Ikayo weiß das auch, der Stamm von Nituk, die haben halt auch ihren eigenen Schamanen. Ne? Und ja. Nituks Familie ist einflussreich. Und wenn er zu dem Schamanen geht und genug bietet, dann sagt der Schamane auch das, was er hören will. Im schlimmsten Falle steht das Wort von Schamane gegen Schamanen und dann Nituks Familie zu den einflussreichsten gehört und die sich mit Nituks Familie nicht blöd stellen wollen, kann der Schamane auch sagen, ja, da ist eindeutig schädliche Magie gewirkt worden. Darum, Nituk nicht allein. Nituk ist sehr charismatisch. Er kann gut reden. Er kann Leute sehr gut von etwas überzeugen. Vor allem in der Position, in der er sich jetzt befindet. Ich liebe den Norden über alles, aber er hat seine eigenen Gesetze und die sind nicht immer fair. Ja, und jetzt habe ich mir den Scheiterhaufen eingehandelt. Nein. Nein. Erstens, solange du in diesem Haus bist, bist du sicher? Ja, das kann erstmal beruhigend sein. Und jetzt müssen wir den Wettkampf ausrufen. Denn er hat ihr gedroht und die direkte Antwort darauf wäre die Herausforderung. Ja. Und wahrscheinlich geht Nituk jetzt nach Hause und spricht diese Herausforderung meinem Vater aus. Alias, deine Tochter hat einen anderen Hiwi angeschleppt. Ich werde um sie kämpfen. Und du stehst dafür gerade, weil... Genau. Ich sollte nach Hause. Schnell. Wir dürfen jetzt nicht überstürzt handeln. Wir müssen jetzt sehr überlegt vorgehen. Ab jetzt sind wir komplett von jedwedem mittelreichischen, bornischen oder sonst irgendeinem Gesetz entfernt. Jetzt gerade bewegen wir uns rein und ausschließlich auf den wesischen Boden. Das ist richtig.
Und jetzt müssen wir es so machen, wie es der Nivesische Brauch ist, selbst wenn es uns gegen den Strich gehen sollte. Das heißt, ich stelle dich jetzt meinem Vater vor. Genau. Und ab dem Zeitpunkt, wo eine Herausforderung ausgesprochen wurde, darf den Kontrahenten nichts zugefügt werden bis zum Wettkampfbeginn. Mhm. Die nächste Expedition führt trotzdem ins Horasreich. Das könnt ihr dann klären. So zwischen den beiden und her. Ich habe gehört, da ist es warm um diese Jahreszeit. Welche nicht? Wir schaffen das. Der Süden ist für mich schon Festung. Er zuckt kurz mit der Schulter. Gut. Ilva, wir müssen ziemlich auf Goswin aufpassen. Yep. Das tun wir. Gut, gehe ich jetzt wieder zu meinem Vater. Die Stille irgendwie am Ende des Gesprächs wird so ein bisschen unterbrochen durch jemanden, der laut an die Tür klopft. Ach, das ist ja ungewohnt hier. Entweder mein Vater oder mein Bruder, aber eins von beiden. Dafür würde ich sogar wetten. Steht so 20 Nivesen vor der Tür? Ich bereite mich wieder darauf vor, dass irgendwer durch die Tür stürmt und mir an die Gurgel will. Hallo? Na, ihr hört eine Stimme eines alten Mannes. Look hier! Mach die Tür auf. Ich war noch nie gut in Wetten. Ja, hier seid ihr. Ich hab mir das fast gedacht. Was ist denn mit Nitok passiert? Der ist mal an mir vorbeigelaufen wie so ein... wild gewordenes Karen. Wie ein gehörter Ehemann. Hä? Gut, dass du da bist. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass es gleich eine Dorfversammlung gibt. So in ha! Das ist ja eins zum anderen. Es fügt sich. Ach, komm rein, Gyutanuk. Ich verstehe nicht. Ja, komm rein, ich erklär's dir. Der alte Mann geht. Kommt hinein. Oh, Feuer! Stellt sich vor's Was Feuer. Was bist du für ein Nivese? Er mag das gern warm. Ich habe schon immer gefragt, aber... Der liebt auch die Schwitzhütte. Was für Leute das Grauen von der Welt ist. Die Schwitzhütte. Ja, Ich habe Nito gerade erzählt, dass ich ihn nicht heiraten werde. Was? Ich habe Nito gerade erzählt, dass ich ihn nicht heiraten werde. Oh, naja, schade. Also schön zusammen. Ja, ich weiß, das denken alle. Stand doch immer bei ewigen Zeiten schon fest, als du noch so klein warst. Und bin... Oh, das war so süß. Ja, aber Kinder werden erwachsen und dann verändern sie sich. Und machen komische Sachen. Ein schlimmer Winter ist das, ja. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Hast du das da in dem anderen Dorf gelernt, dass man seine Eheversprechen nicht hält? Das Eheversprechen wurde über meinen Kopf hinweg beschlossen, ohne dass ich dazu gefragt wurde. Ach, schnick, schnack. Ja, ich weiß, dass ihr das alle so seht. Meine Frau hätte mich auch nie geheiratet. Die hat immer gesagt, du hast viel zu wenig Zähne in deinem Mund. Lass mal kurz glucksen. So. Ich fahre mal mit der Zunge über meine. Noch alle da. Noch, genau. Aber Kindchen, dann kannst du dem Abend nicht antun. Doch, kann ich. Wird noch besser. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe meinen eigenen Kopf. Ich kann machen, was ich will. Zumindest so halb. Wie meinst du, so lange mit dir unterwegs, Lothi? Ja?
Ja, Freiheit in jedem Atemzug. Ich habe diesen Aspekt deiner Göttin noch nie richtig verstanden. Das macht nichts. Hauptsache, ich verstehe ihn. Ich habe ihm auf jeden Fall nicht nur gesagt, dass ich ihn nicht heiraten werde, sondern dass ich einen anderen Verlobten habe. Oh, den ich heiraten will. Das ist ja voll. Welches denn? Ich. Ist es jetzt wirklich? Ja. Warum ist das so? Die Frage würde ich jetzt gerne langsam auch mal beantwortet haben. Naja, die Wesen heiraten normalerweise keinen, der nicht ebenfalls eine Wese ist. Es sei denn, sie sind in den Städten sesshaft. Hat er mir Karene geboten? Nein, er hat mich einfach so akzeptiert, wie ich bin, ohne Wenn und Aber. Er schaut so, als ob er die Aussage des Satzes nicht begriffen hat. Ich füge dann noch hinzu, naja, nicht ganz ohne Wenn und Aber. Aber weitestgehend. Das ist richtig. Und das heißt, es wird hier bald, nach dieser Versammlung, wollten wir den Ruf der Herausforderung ausstoßen. Na gut, ja. Haben wir dafür Zeit? Ich meine, wir müssen ja weg. Genau. Genau. Das ist das Problem. Ja. Das Problem ist, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in einer halben Stunde Kerze verheiratet gewesen. Als ich dich hier gesehen habe, und ich meine, ich war ja eben einkaufen mit meiner Frau, ich habe extra ein paar neue so Wachskerzen besorgt für die Hochzeit und so. Ich habe mich so gefreut, eine abzuhalten. Ich hatte ewig keine Hochzeit. Es ist keine Hochzeit abgesagt worden. Guckst du zu dir rüber und gibt dann so einen Anflug von einem Lächeln? Oh! Gut. Dieses Dorf braucht eine gute Nachricht. Ja, sobald der Zweikampf durch ist, dann... Wie war das? Wir gehen erst prügeln und dann heiraten, ne? Irgendwie so hast du das so treffend formuliert. Wieso prügeln? Oh, ja, weil Nietzsche mich nicht kampflos aufgibt. Natürlich nicht. Ich glaube, in dieser Situation wäre es ziemlich blöd, wenn sich zwei junge Männer krankenhausreif prügeln. Was auch immer ein Krankenhaus ist, aber... Das ist mir gerade so gekommen, das Wort. Aber reine Tempelreif prügeln klingt irgendwie doof. Ich glaube, wir brauchen jeden starken Arm. Deswegen wäre es günstig, wenn wir das nach dieser ganzen Sache verschieben könnten. Aber so wie Nito gerade herumläuft, wie ein Zuchtexemplar, glaube ich, verstehe einer die Not hier, verstehe einer die Frau. Nietok ist ein wunderbares Tenter. Ich weiß nicht. Ich stehe neben euch! Ich übrigens auch. Und da fragt sich jemand, warum ich hier nicht heiraten will. Also außer dich. Apropos. Lothier geht jetzt mal zu seinem Schrank, macht den auf. Motten. Und holt einen reich verzierten Speer heraus. Der ist über und über mit Schnitzereien von Wölfen bedeckt. Den hab ich lange nicht gesehen. Mhm. Jetzt ist die Zeit dafür. Mhm. Gute Idee. Ja, das ist richtig. Und da bindet er eine Schwanfeder auf der einen Seite dran und auf der anderen Seite ziemlich abgetragen aussehende, aber man kann auch die Größe erahnen, Wolfstatzen, die er dann so drum bindet. Solange diese Sache hier
stattfindet, trage ich diesen Speer. Der ist aus dem Holz geschnitzt, was du mir gezeigt hast, werter Schamane. Ich weiß, ich habe ihn dir geschenkt, den Speer. Und so lange gilt er für uns als Zeremonialgegenstand. Gleich, wenn die Leute sich versammeln, werde ich das verkünden. Gleich mit. Ist ziemlich viel, ich weiß. Ja. Haben wir uns so nicht ausgesucht. Manchmal führen uns die Wölfe auf seltsame Pfade, die nur sie begreifen. Du sprichst wie ein wahrer, weiser Mann, Lothier. Das werde ich irgendwann sein in deinem Alter, mein Freund. Wenn du wüsstest. Fass dich so ein bisschen an den Rücken. Gut, dann wenn ich jetzt mal viel zu tun haben, Mädchen. Freiheitswahn. Wo kommt man denn da hin? Es geht. Diese neumodischen Gedanken. Geht zur Tür. Aber wisst ihr. Alles. Wenn das alles vorbei ist, wisst ihr. Benennt euren Erstgeborenen nach mir. Nachdem du uns ungefähr 5-mal beleidigt hast? Hä? Wieso? Das kriegen sie bestimmt hin. Ich klopfe ihm so auf die Schulter. Wollte immer schon jemanden, der so reicht wie ich. Das kann ich verstehen, ist ein toller Name. Zwinkert so Richtung Gastel. Und keiner kann ihn aussprechen, richtig. Oder klärt mich jemand auf? Wir kommen gleich nach. Hey, komm. Moment, was wollte ich noch? Ah ja, ich wollte gehen. Bis gleich. Soll ich den Speer schon mal mitnehmen oder willst du ihn tragen? Ich würde ihn gerne selber transportieren. Gut. Verlässt das Gebäude. Yutanuk has left the building. Und Feder verschwindet. Ach nee, da ist sie wieder. Tja, ist es sie doch. Dim, 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 dim. Gut, dass ich solche Bildchen habe. Er hat Bilders. Ja. Können die dazugekommen sind, auch nochmal sehen, mit wem sie es hier zu tun haben. Was? Bam, 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 bam. Alle wieder da. Und alle wieder weg. Was? Nun. Irgendwas stimmt da nicht bei ihrer Leitung. Na nein. Oh doch. Na nein. Er meint's nicht so, aber die alten Gemüter finden Veränderungen immer unheimlich. Ja, okay. Habt ihr das auch geklärt? Und nu? Stille. Ja, wie und nun? Jetzt müssen wir zu der Versammlung und denen sagen, dass sie alle die Stadt verlassen sollen. Aber falls sie kurz vorher nochmal was Schönes erleben wollen, gibt es hier einen Kampf, oder was? Also ich meine, sie hat doch gerade gesagt, nach der Versammlung rufen wir das aus, oder nicht? Je nachdem können wir es auch während der Verhandlung ausrufen, je nachdem, wer alles da ist. Und ob das vielleicht eh schon zum Thema gemacht wird, weil ja bestimmt hier Nitok auch da ist. Sicher. Wenn er nicht gleich Hexe brüllen auf dem Platz stürmt, wird er sich anders bemerkbar machen, ja. Es ist übrigens sehr wichtig, dass ihr beide jetzt, also Lothier guckt jetzt mal Ikal und Goswin an, nach einem Wort zu suchen, Flagge zeigt.
dass man euch zusammen sieht, dass ihr zusammengehört. Ja. Das Holz hier von dem Speer ist durch den Schamanen gesegnet. Das, so kann ich zumindest mich notfalls einmischen, auch wenn ich nicht das Wortrecht eines Schamanen habe. Aber zumindest bei den Bewohnern Frigons hat das Gewicht. Goswin, du solltest dringend ein paar Okhenuyuka lernen. Immer ran damit. Wir fangen am besten mit ein paar Beleidigungen an. Vielleicht kannst du ihn aus der Reserve locken. Ja. Also, oh. Das hat er jetzt. So war das nicht gemeint. So. Wie schön, dass die beiden, die heiraten sollen, im Moment so einen unglaublichen Fluchtdrang haben. Ja, ich sehe das schon. Sie wollen unbedingt alleine sein. Das ist ja okay. Ja, aber. Ja. Ja, also wenn ihr die Hütte wieder verlasst, merkt ihr, dass das Dorf, oder naja, für Lothir oder Ikayo ist es ja eine Stadt. Oder für Ilva auch, aber für Goswin ist es halt ein Dörfchen. In hellem Aufruhr ist. Und ja, viele sich irgendwie versammeln auf dem Dorfplatz. Auch viele der Nivesen dabei. Und sogar einer der Yetis ist da. Begleitet von einigen von den nivesischen Jägern. Welcher? Es ist einer, mit dem ihr bis jetzt noch nicht gesprochen habt. Wahrscheinlich dann aber auch einer, der relativ wenig sich kommunikativ auseinandersetzen kann. Weil der Einzige, der von denen vernünftig reden kann, der ist ja, naja, etwas mitgenommen. Wenn ihr euch erinnert. Ja. Moment, das war doch der nur den einen Satz konnte, oder? Nee, da waren ja zwei. Ja, aber war der auch mitgenommen? Ich hab ihm den Erinnerung. Der Rom ist der reden konnte und der war, ja, ziemlich kaputt gehauen worden von den anderen Yetis. Wenn ich mir jetzt nicht vertue, aber ich meine, es wäre so. Genau, Brom ist der geredet hat, also der euch angesprochen hat. Und Brom ist der Schlaue. Wer soll die denn auseinander? Brom und Brom. Ja, super. Ja. Sehe ich meinen aber Vater. Wir können ja zum Lulz-Zwecken können wir ja sagen, dass es Brom ist. Das ist vielleicht noch lustiger. Dann wisst ihr genau, was ihr von den zu ihm erwarten habt. Er will nämlich eure Schlitten und eure Dachse. Und die Fälle. Die Pelze. Ja. Und die Waffen, okay. Schlitten, Dachse und Pell. Ja, so. Genau. Sehe ich meinen Stamm irgendwo? Ja, das ist ja nur der eine Stamm, der da irgendwie lagert vor der Stadt. Also sind auch welche von den Jägern, die du kennst, die den Brom da quasi in die Zange genommen haben und quasi begleiten. Schon freundschaftlich ist irgendwie. Mein Vater da. Mach nicht irgendwie so. Ja. Ja, du kannst ihn sehen, zusammen mit deiner Schwester. Gut. Dann nehme ich Goswins Hand fester und würde zu meinem Vater rübernicken und sagen, ich stelle dich am besten jetzt vor. Und weg. Okay. Wer macht das doch mit Absicht? Ja. Nein. Oh Gott, ich stelle mich hier weiter vor. Das erste Treffen mit den Schwiegereltern. Und da kann er schon mal die Sause gehen. Genau, der wüsste ich nicht. Ja, der Schmied des Dorfes ist übrigens gerade dabei, so was ähnliches wie ein kleines Podest irgendwie am Brunnen des Dorfplatzes irgendwie aufzubauen. Also der trägt das gerade mit ein paar anderen kräftigen Männern aus dem Dorf und scheint das da hinstellen zu wollen. Ich befehle Liskan meine Fersen
und werde Goswin durch die Menge führen, bis zu meinem Vater. Und Liska stürmt so auf deinen Vater zu, läuft an dem Strohstacks vorbei, direkt auf deine Schwester zu. Oh, Liska! Ist doch klar. Ja. Vater! Caillou? Redest du in Nuyuka oder redest du in Gareti, damit Goswin es versteht? Rede in Gareti, aus Rücksicht auf Goswin. Dann guckt er dich komisch an. Ich bin gerade eben nicht dazu gekommen. Aber ich wollte dir Goswin noch einmal vorstellen. Richtig. Er ist der Mann, den ich heiraten werde und will. Atme tief ein und aus. Schaut dann an Goswin hoch und runter. Warum hast du es nicht gleich gesagt, Tochter? Also, es war kompliziert. Es ist immer kompliziert. Naja, ich hab's Nituk auf jeden Fall zuerst gesagt. Du bist 3 Jahre weggegangen zu ihm und kommst jetzt erst mit ihm um die Ecke? Nein. Ich kenne ihn noch nicht 3 Jahre. Deine Schwester guckt so über die Schulter von ihrem Vater, so. Versucht einen Blick auf Goswin zu erhaschen. Redet aber nicht. Und ja. Ich verstehe. Das wird Ärger geben, weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Das hat es schon und das wird gleich noch viel hässlicher. Ich wollte dich nur vorwarnen. Immerhin. Nur Ärger. Tut mir leid. Naja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich habe mir einen Platz ausgesucht hier im Dorf, wo man Zelte aufbauen kann. Aber, Ist ja ganz schön hier. Noch. Der kriegt so einen mitfühlenden Blick von Lot hier wirklich. Ja, man merkt auch, dass so irgendwie so der, ja. Der wird hier Zeit seines Lebens nicht glücklich in dem Dorf. Ich werde mein Möglichstes tun, damit wir weiter mit Herden durch den Schnee ziehen können. Wie gesagt, wenn die Sache vorbei ist, rede ich nochmal mit den Negeljovs. Und bei denen habe ich jetzt verdammt nochmal mindestens 2 Steine im Brett. Und er war der Ausweg, den du vorgeschlagen hast. Wen fragt er das? Mich? Mhm. Ich weiß nicht, Ausweg klingt so hässlich. Ich will nur wissen, mit wem ich es zu tun habe. Aber vielleicht können wir uns später einmal besser noch unterhalten, Herr Goswin. Der spricht halt auch gebrochenes Gareti nur. Also. Ich kann auf jeden Fall dafür bürgen, dass er ein aufrechter und tapferer Mann ist mit einem guten Herz und einem wachen Geist, der Ikaio glücklich machen wird. Wie gesagt, gleich wenn die
Versammlung zu Ende ist, sollten wir uns da mal ganz eindeutig drüber unterhalten. Ich möchte schon kennenlernen, wen da, an wessen Hand ich meine Tochter gebe. Ich lasse Ikayo los und verbeuge mich ein bisschen ungekonnt. Umgang mit Adeligen bin ich ja nicht gewohnt. Also Ikayos Vater ist jetzt auch nicht richtig adelig, ne? Also. Ja, aber für eine vernünftige Verbeugung und die Etikette dahinter müsste ich Umgang mit Adeligen wahrscheinlich gewohnt sein. In der Gilde verbeugt man sich jetzt, also zumindest in der Grauen, nicht so häufig. Es wäre mir eine Ehre. Gut. Dann bin ich gespannt, was Yutanuk uns zu erzählen hat. Ja, und der Schamane betritt in diesem Moment auch schon das kleine Podest, was die anderen aufgebaut haben, und stellt sich dahin, breitet die Arme aus und spricht mit ruhigen Worten, tatsächlich nicht auf Gareti, sondern auf Alani, und es wird übersetzt halt von ein paar Nevesen, die da stehen. Und wenn Lothir Lust hat, kann er ja auch auf Gareti übersetzen, weil da werden nicht so viele Leute sein, die, aber für Goswin vielleicht. Ja, der wird das dann simultan dolmetschen. Ja. Und also er spricht dann, liebe Bewohner von Frigorn, wir haben eine beunruhigende Nachricht erhalten. Weiter im Norden ist die Stadt Frisov gefallen an einen bösen Feind. Nein, ich kann euch beruhigen, die Eishexe ist nicht zurückgekehrt. Weil schon das Getuschel losging und einige schon... ein anderer Feind hat sich im Norden erhoben. Und einer ruft schon so, die Yetis! Und schauen sie auf Brom. Ne? Und der so, Nein, es sind auch nicht die Yetis. Es ist ein anderer Feind, der auch mir unbekannt ist, aber von dem mir Lothir berichtete. Vielleicht kann er die Dinge besser erklären. Lothir, magst du ein paar Worte an die Leute richten? Ja, also Lothir... Was aufgefallen ist, dass er spricht ja gleich immer mit keinem Gebiss. Er hat jetzt tatsächlich ein Gebiss im Mund. Und als er gesprochen hat. Okay. Nicht schlecht. Ja, also ganz viele goldene Zähne. Stiebt sich ja mal durch die Menge. Der ist ja deutlich größer als die meisten, die hier wohnen. Geht dann zu dem Schamanen, verbeugt sich vor dem Schamanen, gibt dann den Speer einmal hoch, damit die Leute den sehen können. Bürger, Freunde von nah und fern, ich habe viel gesehen und auch ihr habt schon viel erlebt. Im Norden haben wir die Dinge immer selber geregelt. Hilfe war uns sowieso nie zuteil geworden. Außer durch das Wirken Firuns und seiner Tochter. Erst kam die Eishexe und strafte uns. Und ich habe wirklich gehofft und geglaubt, dass wir Frieden haben würden jetzt im Norden. Aber die göttliche Ifern ließ mir eine Vision zuteil werden, als ich in Frisov weilte, von einer schwarzen Flut, die uns hinwegspülen wird. Und sie kam.
Chakagra. Es geht ein Raunen durch die Menge. Ein alter Feind, der scheinbar von allen, vielleicht sogar selbst von der Zeit, vergessen wurde. Sie sehen aus wie Elfen. Mit weißer Haut und weißem Haar. Und sie tragen verfluchte, schwarze Waffen und Rüstungen. Sie bündeln mit Dämonen, führen sie mit sich wie Haustiere. Und noch mehr Schrecken folgt ihnen, Harpien, Unholde. Und sie kennen keinerlei Gnade. Sie kommen, um zu zerstören und zu erobern. Sie sind nicht an den Erzeugnissen interessiert. Nur daran, das Leben selbst zu vernichten. Wir haben ihre Schrecken gesehen, zweimal. In Friesorf und danach in Glünthaven. Dort konnte der Angriff allerdings erstmal zurückgeschlagen werden durch die geballte Macht des Sonnengottes und seiner Diener. Aber dort stahlen sie etwas. Aufzeichnungen, die sich um Zobaran handeln und seine Kreatur im Blauen See. Sie wollen diese Kreatur für sich. Und auf diesem Weg werden sie vor nichts, vor gar nichts Halt machen. Weder vor Männern noch Frauen noch Kindern. Und so sehr ich euren Mut weiß und eure Stärke und eure Tatkraft, diesem Feind sind wir nicht gewachsen, dafür sind wir zu wenig. Es sind Hunderte dort draußen. Wir müssen die Stadt verlassen, wenn wir überleben wollen. Und später zurückkehren, wenn sie abgezogen sind. Woher wissen wir, dass sie wieder abziehen? Es gibt hier nichts für sie. Sie wollen nur das Wissen des Zobaran. Wenn wir ihnen zuvorkommen können, was ich gerne versuchen möchte, haben sie gar keinen Grund mehr herzukommen. Ich möchte euch aber einfach warnen. Ich weiß nicht, wann sie hier sein werden. Es kann morgen sein, es kann auch erst in einer Woche sein. Wir wissen es einfach nicht. Aber sie werden kommen. Und ich möchte nicht, dass euer Blut den Schnee rot färbt. Also bitte, packt die nötigsten Sachen zusammen, die ihr braucht, und sucht mit den Nivesen und den Karenen einen Unterschlupf. Das ist mein Rat, meine innige Bitte an euch. Es erhebt ein Nivese, die ist das Wort, und wenn ihr jetzt hier rüber schaut, irgendwie erkennt ihr Nituk. Und er redet laut und deutlich zu den Leuten. Ich unterstütze das, was dieser Mann sagt, was Lothir sagt. Wir kennen oben in den Gebirge Höhlen, in denen wir uns verstecken können, wo Frau und Kind und Krieger Platz hat und wo wir ein gutes Sichtfeld auf die Stadt haben. Wir können euch führen. Also es geht wieder Geraune los. Ich habe Trachas übrigens auf Nuyuka gesagt. Ne? Damit die mich auch verstehen alle. Ja, es wird ja auch übersetzt gerade. Also ja, ist so. Okay. So soll es sein. Aber das letzte Wort hat natürlich der Schamane. Verbeugt sich wieder in Richtung des Schamanen. Ja.
Also geht nach Hause, liebe Bürger. Packt zusammen, was ihr zu packen habt. Nehmt nicht zu viel. Wir müssen beweglich bleiben, bis wir in den Höhlen sind. Nehmt das Nötigste mit. Essen. Warme Kleidung. Und dann hoffen wir, dass diese schwarze Flut, von der Lothir spricht, nur schnell an uns vorbei flutet und dass wir nicht den ganzen Winter dort oben ausharren müssen. Gut. Geht. Beeilt euch. Wir werden morgen zur Mittagszeit losziehen. Das ist aber noch nicht alles. Blickt so zu dir rüber und lächelt. Ein Zwist besteht in unseren Reihen. Und wir müssen erst schauen, wie wir diesen Zwist beilegen. Ich trete an seine Seite, sag aber nichts. Wir können nicht uneins marschieren, das stimmt. Mir ist bekannt, dass sich die Familien von Nituk und die Kaju auf eine Heirat geeinigt haben. Ich habe auch gelernt, dass diese Verabredung angefochten werden kann. Durch eine Herausforderung. Ich spreche diese Herausforderung aus. Ich will Ikaio aus dieser Verabredung auslösen und sie selbst zu meiner Frau nehmen. Wieder geht ein Raunen, aber diesmal mehrheitlich durch den nevesischen Part der Zuhörer. Nituk, es liegt an dir, darauf zu reagieren. Meines Wissens. Er baut sich wieder irgendwie groß auf, wie er eben auch geredet hat. Ich nehme die Herausforderung an. Lothir schaut zum Schamanen. Hebt dann den Speer, knallt ihn auf den Boden, wo so ein richtiges Plong-Geräusch gibt. Nachtragend Juck ist ausgerufen. Der Tanz der Wölfe. Und stößt ein lautes Wolfsheulen aus. Die Wesen stimmen ein. Ja, ich auch. Was ziemlich gruselig ist. Ich hab die passenden Augen. Andere Länder. Anderes Heulen. Anderes. Manchmal muss man mit den Wölfen heulen, Goswin. Ich mach mit. Und das ein oder andere bernsteinfarbene Augenpaar guckt dich an. Ja. Dann sollten wir jetzt die Umstände klären. Jutanuk erhebt wieder die Arme und das Heulen verstummt. Wir können uns zu jetzigen Zeitpunkt nicht leisten, dass ein solcher Kampf stattfindet. Nituk, Goswin, dennoch darf es nicht zwischen uns stehen. Da hat Goswin recht. Und Nituk hat das Recht, dass der Kampf schnell ausgefochten wird. Ein Kampf bis auf das Blut würde
einen von uns in schlechtem Zustand zurücklassen. Das kann ich nicht dulden in den jetzigen Umständen. Deswegen habe ich entschieden, dass wir einen traditionelleren Weg wählen. Ihr kennt alle die Insel kurz vorm Ufer. Wir werden ein Wettrennen veranstalten heute Abend. Goswin gegen seinen Kontrahenten. Wer als erster den Totemstamm auf der Insel erreicht, mit dem sind die Götter. Und der soll Recht haben in diesem Streit. Und der andere soll, so wahr ich hier stehe, seine Niederlage akzeptieren. Akzeptiert ihr beiden? Jutanuk schaut euch an. Ich akzeptiere. Auf der anderen Seite wird auch ein stummes Nicken folgen. Gefolgt von einem bösen Blick in Goswins Richtung. Und dann erhebt er abermals das Wort. Was ist, wenn er mich verzaubert auf dem Weg zur Insel? Oder wenn er seine Zauberkräfte nutzt, gegen die ich nicht gefeit bin? Das wäre dasselbe, wie wenn ich Hand an dich legen würde. Er bahnt sich so durch die Menge in deine Richtung, reicht dir dann seine Hand, die auf dich dann wieder wie gestern, also wie bei eurem vorletzten Treffen, wie so eine Pranke wirkt. Dein Ehrenwort darauf. An keinen soll Hand gelegt werden. Mein Ehrenwort, dass ich weder Hand an dich legen werde, noch dich verzaubern werde. Auch ich werde keine Hand an deine Gesundheit legen, solange der Wettkampf ist. Sollte ich gewinnen, sieht es anders aus. Ich schaue zu Lothian, zum Schamanen. Entspricht das den Regeln? Der Schamane... Nein, das kann ich so nicht akzeptieren. Wir brauchen jede Kraft, die uns hilft, Sachen zu tragen und gegen diese schwarze Flut zu kämpfen und unsere Flucht vorzubereiten. Und in diesem Falle brauchen wir auch und gerade das Wissen eines Magiers. Wer als erster den Stamm erreicht, hat zu akzeptieren, dass er gewonnen hat. Und wer als letzter den Stamm erreicht, hat zu akzeptieren, dass er verloren hat. Weitere Maßnahmen sind nicht im Sinne der Götter. Dass das klar ist. Und ich stimme zu. Gewalt gegen den Kontrahenten. Auf welche Art auch immer. Und ich zähle Magie zur Gewalt dazu. Ist unlauter. Und ich werde kontrollieren, ob Magie angewendet wird, gegen oder in stimulierender Weise für jemanden. Und sollte ich das feststellen, werde ich disqualifizieren und den jeweils anderen zum Sieger küren. Desgleichen natürlich sollte in irgendeiner Art und Weise, egal von welcher Seite, Betrug oder Manipulation gewirkt werden. Als ob ich das nötig habe, Ito. Lothian lächelt kühl.
Aber ich stimme zu. Ich stimme ein. Ich akzeptiere, wenn ich gewonnen habe. Oder sollte ich verlieren? Reicht dir wieder die Hand. Und ich werde nicht verlieren. Zögernd. Ich habe das richtig verstanden. Ihr verbietet Magie in jedweder Form. Dies ist eine Auseinandersetzung, die den Göttern gefällt. Keine unlauteren Mittel. Soweit ich das sehe, haben die Götter uns die Magie gegeben. Valider Punkt. Dennoch haben die Götter dich mit Magie gesegnet und ihn nicht. Das heißt, eine Ungleichheit. Und ihn haben sie mit einer außergewöhnlichen Statur gesegnet und mich nicht. Gut, wenn du meinst, du müsstest Magie anwenden, dann werde ich für gleiche Verhältnisse auf diesem Art auf jeden Fall auch sorgen. Ist es für dann in deinem Sinne? Was bedeutet das denn? Es gibt Mittel und Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, die ich nur ungern einsetzen würde, gerade jetzt in der Bedrohungssituation, um Nitok einen fairen Ausgleich zu geben. Wenn es allein um die körperliche Vitalität geht, könnte man auch Gosmin einen geringen Vorsprung zugestehen. Ich besiege ihn auch mit Vorsprung. Ich gebe dir 5 Trommelschläge. Oder brauchst du mehr? Versteht das mal Bogen unter Athletik? Ja, vor allem unter Boote fahren. Kannst auch schwimmen. Ist das nicht alles zugefroren? Ja, der haben See, Winter. Der See ist tatsächlich nicht, also da ist ein Teil, also am Ufer ist ein Teil zugefroren, aber der eigentliche See ist nicht zugefroren, der ist sehr warm. 5 Grad kalt, das war Wasser an manchen Stellen, an anderen mehr. Mhm. Wer darf die Trommel schlagen? 1, 2, 3, 4, 5. Ich bleibe dabei, Begabungen sind Begabungen. Ich bin bereit, darauf zu verzichten, dass irgendwem mein Leid geschieht. Das ist klar. Ich möchte auch keinen Speer im Rücken haben. Ich verstehe nur nicht, warum meine Talente nicht zum Einsatz kommen dürfen und Nitoks Talente schon. Wenn es ein ausgeglichener Zweikampf sein soll, muss ich doch meine Möglichkeiten nutzen dürfen und Nitok darf seine Möglichkeiten. Schamane blickt zu Lothir. Blickt zum Himmel. Gut, dann öffne ich, wenn weder der Vorsprung noch der Ausgleich eine Rolle spielen darf, dann öffne ich es, dieses Duell in alle Seiten. Dann hat niemand einen Vor- oder einen Nachteil. Und jeder kann das tun, was er für richtig oder für falsch hält, um seinen Kontrahenten zu besiegen. Ohne Regeln.
Ich schlucke. Ungeachtet natürlich, dass sich gegenseitig nicht verletzen. Das wäre eine Einschränkung. Und es würde die Fähigkeiten einer der beiden Kontrahenten wahrscheinlich sogar beschneiden. Ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Die einzige Erklärung, die eure Worte für mich ergeben, ist, dass ihr mich benachteiligen wollt. Wo ist es ein Nachteil, wenn jeder alles tun darf? Wo seht ihr euren Nachteil? Ja, dann wird es so sein. Ich sehe die einzige Möglichkeit, so Fairness halber zu tun. Nicht meine bevorzugte Art und Weise des Auseinandersetzung? Trotzdem ist es euch lieber, als Chancengleichheit zuzustehen. Ich glaube, Goswin von Lohwangen, der Begriff Chancengleichheit wird von dir, von Nituk und von mir auf drei verschiedene Art und Weisen ausgelegt. Das ist unser Problem und wir müssen schnell zu einer Übereinkunft kommen. Und ich sehe nur diese eine Möglichkeit. Oder ich beug mich mal zum Schaman runter. Ich muss mich ja runterbeugen. Wenn das gestattet wird, könnte Goswin auch jemanden als Vertreter setzen, der Nituk gleichkommt. Dann ist die Frage der Magie nicht mehr im Raum. Nituk fängt an zu lachen. Wer sollte das sein? Das kann ich jetzt nicht zulassen. Ich lasse mich darauf ein. Und ich schlage ein. Gut. Ich verkünde, trotz des Streits zwischen den Familien, dass bis zum Ende der Auseinandersetzung kein Haar gekrümmt wird von irgendeiner Seite. Jeglicher Verstoß wird geahndet. Lothir von Frigorn wird es überwachen. Solange er den Speer trägt, herrscht Friede. Und nun bereitet euch vor. Die Leute strömen auseinander. Also die noch da sind. Es sind ganz viele vorher schon gegangen. Also einige. Die Nevesen sind meistens da geblieben. Lothir tapert mal zu euch rüber. Puh. Goswin, du hast Eier wie ein Wollnashorn. Bei mir zu Hause nennt man das Dummheit. Das nennt man wohl überall gleich. Aber ich werde nicht zusehen, wie die sich über mich lustig machen. Magie ist hier schwierig. Haben wir gemerkt. Ja. Die einzigen, die Magie anwenden, sind Schamanen oder die Feinde des Nordens bislang. Ich habe Angst. Eine Sache solltest du dabei generell nicht außer Acht lassen. Die Himmelswölfe belohnen die Tapferen, die Mutigen. Aber Ranjuk ist der Listige der Himmelswölfe. Es zählt letztlich, dass du ankommst. Wenn du eine Abkürzung findest oder eine Möglichkeit, den Weg zu verändern zu deinen Gunsten,
ist das kein Betrug. Sprichst du das als Warnung aus? Oder als Ratschlag? Für dich ist es ein Ratschlag. Nituk kennt das alles und hat ähnliche Herausforderungen mit Sicherheit schon mehrfach bestanden. Das ist bei den Nivesen häufig Teil der Mannbarkeitsprüfung. So ein Wettlauf oder ein kleiner Wettkampf. Sein Fehler oder eine Schwäche, die du ausnutzen könntest, ist seine Wut auf dich und seine Überheblichkeit dir gegenüber. Er könnte sich zu leichtsinnigen Taten hinreißen lassen, die ihn den Sieg kosten können. Ich muss mir zuerst den Weg angucken. Ja. Ich weiß nicht, auf was für ein Terrain ich mich eingelassen habe. Dann kommt. Ich zeige euch den Weg. Auf zum Blauen See. Wieder gemutet. Also das Dorf ist leicht oberhalb des Sees und es gibt verschiedene Wege, die herunterführen zum Strand. Das Ufer des Flusses ist zugefroren. Es gibt auch einen kleinen Steg, wo es sowas wie kleine Fischerboote oder so etwas gibt. Und man kann die kleine Insel, die ja vielleicht 100 Schritt oder so vom Eis entfernt ist, in der Insel, in dem See, tatsächlich ganz gut erkennen. Und der See ist unglaublich groß, wenn man jetzt hier am Ufer steht. Sieht fast schon so aus wie ein kleines Meer. Leicht lenkt Nebel über dem Wasser, weil der See einfach sowas viel wärmer ist als seine Umgebung. Aus irgendeinem Grund haben die Götter diesen Teil des Nordens so gesegnet, dass es hier warmes Wasser gibt. Ich sehe das richtig, es wird wahrscheinlich erst gerannt und dann mit dem Boot gefahren, oder? Momentan siehst du keine, also siehst die Fischerboote, die halt mit von dem Eis eingeschlossen sind, aber sonst siehst du keine Boote. Kannst natürlich Lothir fragen, oder? Ja, Lothir, wie läuft das sonst ab? Erklär's mir. Damit normalerweise geht der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter, je nachdem, den Weg ab und kontrollieren, ob keiner der Kontrahenten vielleicht Fallen oder Sonstiges ausgelegt hat. Das fällt jetzt weg. Wird es nicht geben. In dem Falle denke ich, entweder darf man sich eins der Boote schnappen oder es wird noch nachher ein Einmaster bereitgelegt, dass man was wenig mehr ist als ein behauener Baumstamm. Das kann man schnell noch gleich aushöhlen. Dies sind die beiden Möglichkeiten. Dann geht es ums Rudern. Dass man so schnell wie möglich. Lothir weiß auch, dass es ein kleines Häuschen mit Kanus gibt, wo Kanus untergestellt sind. Das wäre vermutlich daraus, aus dem Unterstand. Hinrennen, Kanu schnappen, lospaddeln, so schnell wie möglich und dann tja, auf die andere Seite gelangen. Dabei dürfen sich die Kontrahenten behindern bzw. rammen. Wenn man in den See stürzt, ist das im ersten Moment
nicht schlimm, kommt auf die Stelle an. Da, wo es warm ist, es gibt Strömungen. Dann heißt es, ja. Aber es gibt ziemlich gefährliche Strömungen zum Teil in dem See. Und Schwimmen ist dort, nur sehr erfahrenen Schwimmern überhaupt angeraten und die Gerüchte und Legenden über das Monster, was im See wohnt, das Unvorsichtige nach unten ziehen kann. Deswegen ist auch die Insel und mit dem Totem vorgelagert. Das Totem soll das Dorf vor dem Monster schützen. Kann man die Insel sehen? Die Insel kannst du sehen, ja. Ich schätze mal, wie weit ist das entfernt? Wie gesagt, die Insel ist ungefähr 100 Meter vom Eis entfernt. 100 Meter. Mhm. Und das Eis geht aber auch nochmal 20 oder so. Okay, aber die Boote können im Prinzip erstmal nicht rausgeholt werden, weil die Hütte ist vom Eis umringt. Weil liegt halt Schnee. Oder ist da das Eis bei Hütte, also in der Hütte liegt halt Schnee drum. Die werden halt auch nicht, wahrscheinlich jetzt im Winter auch nicht benutzt, groß, diese Kanus. Ja. Und die Fischerboote, die an diesem Steg halt sind, der halt ungefähr 10 Meter irgendwie ins Wasser reinragt, das ist halt komplett zugeeist. Okay. Er wird versuchen, vor mir an den Booten zu sein und dann die Boote untauglich zu machen. Je nachdem, wie schnell er läuft, könnte er versuchen, sich deinen Vorteil entsprechend zu verschaffen. Sollte ihm das nicht gelingen, wird er mit Sicherheit versuchen, dich zu rammen oder dir mit dem Paddel eins überzuziehen, wenn ihr auf dem See seid. Ja, er wird wahrscheinlich einen Bogen oder Speer mitnehmen. Das, was er braucht oder für nötig erachtet. Mhm. Sollte ich einen Vorsprung haben, habe ich möglicherweise relativ schnell einen Speer. Das könnte sein. Er ist ein... Alle Nivesen üben von Kindesbeinen an, mit Wurfkeule oder Wurfspeer zu arbeiten. Fliegen ist deshalb keine Option. Bei dem Nebel sowieso nicht so günstig. Wenn du dich nicht in einen Fisch verwandeln kannst. In einen Fisch. Könntest du ihm einen Vorsprung geben? Du könntest stolpern, hinfallen. Er würde denken, haha, ich habe meinen Vorsprung. Vielleicht würde ihn das gerade leichtsinnig machen. Genau. Und dann, er weiß nicht, dass du fliegen kannst. Er weiß nicht, wozu du fähig bist. Das ist im Moment unser größter Vorteil. Er weiß, dass du zaubern kannst. Aber nicht was. Er wird damit rechnen, dass du versuchen wirst, ihn in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Das können wir zu unserem Vorteil verwenden. Weil, naja, das sind so die Dinge, die Nivesen mit Zaumen verbringen. Irgendetwas wird auf mich gewirkt, ich werde verflucht, etc. pp. Mhm. Vielleicht rechnet er auch noch damit, dass du dich irgendwie stärker oder schneller machen könntest, aber womit er nicht rechnen wird, ist, dass du deine Form veränderst. Die Frage ist, wie schnell bist du da drüben, wenn du fliegst? Das Rudern wird ihn ein bisschen Zeit kosten, aber du wirst die Zeit brauchen, um aufzusteigen und dich in einem Sturzflug zu begeben und zuerst am Totem zu sein. Und du musst wieder in deiner Form am Totem sein, damit auch niemand deinen Sieg anzweifeln kann. Und ich glaube nicht, dass du dich im Fallen verwandeln möchtest. Aber damit wird er nicht rechnen. Ich könnte mich in einen Vogel verwandeln, wobei ich nicht weiß, wie sehr mich der Nebel dabei behindern wird. Also der Nebel, um das nochmal irgendwie deutlich zu machen, der liegt nur ein bisschen über der Wasseroberfläche. Also der verzieht sich relativ schnell. Aber es ist halt, ne, wenn warmes Wasser irgendwie auf kalte Luft trifft. Ne? Das Totem wird wahrscheinlich auch beleuchtet sein. Man will ja sehen, was auf der anderen Seite passiert. Ja, es werden wahrscheinlich auch Leute vorher rübergehen oder rüberrudern und da halt alles kontrollieren. Mhm. Und da kontrollieren auch oder auch bewachen.
Wahrscheinlich halt dann, also kontrollieren im Sinne von dann nicht, dass nachher einer sagt, ich war aber als erster da und ne? Richtig. Wird es möglich sein, mich zu attackieren, wenn ich dort ankomme? Von irgendwem außer Nitok? Bei Nitok weiß ich, der hat einen Freifahrtschein. Aber der Schamane sagte irgendwas von Hand anlegen. Gefolgsleute Nituks könnten auf den Gedanken kommen, aber das ist untersagt. Nituk würde das auch nicht zulassen. Hat er eben das auch ist gesagt. Seine persönliche Rechnung. Ja. Wer auch immer Hand an dich legt, hat es danach mit ihm zu tun. Also das heißt, sollte ich als erstes dort sein, ich muss keine Sorgen haben, dass ich da von einem Komitee empfangen werde. Ja? Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dir maximal jemand in den Weg stellt, versucht dich festzuhalten, aber sie werden dich nicht angreifen. Und ein solcher würde behaupten, dass er nicht in Nituks Auftrag handelt. Ich könnte mich ja beim Totem positionieren, um dir solche Typen aus dem Weg zu halten. Wenn der hier Kumpels hinstellt, kannst du hier auch Kumpels hinstellen. Ich würde versuchen, euch so weitestgehend über den See zu begleiten. Okay, in Ordnung. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich könnte fliegen. Das ist die Fähigkeit von mir, die ich kenne. Die ihr kennt. Ich könnte mich auch in einen Seeotter verwandeln. Das heißt, ich könnte... Wie niedlich! Das ist die Reaktion, das ist so niedlich! Niedlichkeit ist jetzt gerade nicht angesagt. Vorteil, ich wäre schlechter zu sehen. Nachteil, ich wäre wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie im Flug. Das wäre die zweite Variante. Dritte Variante. Und du müsstest ins kalte Wasser. Das wäre mir als Otter egal. Das ist richtig. Dritte Variante. Ich könnte sehr schnell laufen. Ich könnte als Erster am Boot sein und ich könnte mit dem Boot in einem sehr, sehr starken Sprung eine Menge an Wasser gut machen. Aber keine 100 Schritt, oder? Das kommt drauf an, wie stark die Wasserverdrängung ist. Es gibt, vor allen Dingen mehrere Möglichkeiten, auf entsprechende Aktionen Nituks zu reagieren. Beispielsweise, wenn er deinen Floß angreift, könntest du vorgeben, dass du wirklich kenterst und dich dann in den Otter verwandeln. Dann würde er denken, er hat schon gewonnen. Und ich könnte tauchen. Richtig. Es wäre allerdings ein Zaubern unter erschwerten Bedingungen. Was ist hier nicht erschwert, mein Bester? Ja, die erschwerte Bedingung ist dahingehend, sollte mir der Zauber nicht gelingen, habe ich nicht besonders viele Möglichkeiten, ihn zu wiederholen. Stimmt, weil Goswin ist ja angeschlagen und hat kaum Energie über. Und da der Wettkampf für heute Abend stattfindet, ist auch die Regenerationsphase noch nicht. Tja, ich darf leider nicht helfen. Wieso? Es gibt doch keine Beschränkung. Nicht mehr. Aber nur was die beiden betrifft, nicht Umstehende. Ich kann ihm gerne eine Wolfsbemalung verpassen, aber vielmehr nicht. Schmunzelt so ein bisschen. Ja, du könntest deine Beziehung spielen lassen und gucken, ob du irgendwo einen Astraltrank oder sowas auftreiben kannst. Ich bezweifle, dass die überhaupt wissen, was das ist. Geschweige denn, ich habe doch nicht mal eine Ahnung, was sowas ist. Okay. Das ist nicht das Problem, davon erzähle ich dir gern. Wenn ich drauf käme, ja, aber ich habe ja keine Ahnung davon. Naja, aber die Möglichkeiten, an magische Energie zu kommen, sind begrenzt. Wenn ich das möchte.
Es müsste sich jemand finden, der mir etwas Energie übergibt. Wie funktioniert das? Das ist seinerzeit auch ein Zauber. Jemand kanalisiert, ja, wie erkläre ich es euch, jemand kanalisiert seine Kraft und kann mir einen Teil davon abgeben. Aber das müsste auf freiwilliger Basis geschehen und das wird nicht passieren, weil der Einzige, der hier zaubern kann, ist euer Schamane. Mal kurz OT, muss man dafür wissen, dass man das kann? Ich habe wilde Magie und Astralpunkte und so, aber ich weiß nicht bewusst, dass ich zaubere, also jetzt, ne? Von daher, aber ihr habt das schon mal gesehen, dass ich das mache. Ja, aber dann weiter mal OT. Gerade Goswin hat das schon gesehen, dass Ilva das tut. Ja, ja, aber dann weiter OT. Ich habe keine Möglichkeiten, deine Energie anzuzapfen und du bräuchtest die Möglichkeiten, mir welche zu übergeben. Und ich bezweifle, dass du sie hast. Nee, sowas habe ich nicht. Aber das wäre jetzt ein Angebot. Ja, ja, klar. An sich ist die Idee gut. Magischer Rauch tut ja auch nicht weh. Erinnerst du dich an die Kopfschmerzen, die Goswin hatte? Was ist mit dem Himmelslicht? Das hat keine Magie, oder? Das weiß ich nicht. Mit Sicherheit ja, aber dann vermutlich Elfische. Und, er ist ein Elf? Ist ein Elber? Aber Magie reicht mir. Vielleicht kannst du was machen. Wenn du dich drauf einstimmst, vielleicht hat er ja auch eine Melodie, die du hören kannst. Mit deinen Elfenohren. Dann zieht wieder so eine Braue hoch. Du erinnerst dich, auch daran, dass der Tee mir mit meinen Kopfschmerzen geholfen hat, oder? Wenn der Schamane tatsächlich Tonnisdab hat, kann es sein, dass er auch einen Trank, der diese Wirkung in konzentrierter Form lagert. Naja, wir können ihn fragen. Du, wenn ich ihn frage, wird er damit nicht rausrücken. Und was soll ich ihm sagen? Er wird ja, ihm wird ja wohl klar sein, für wen der Trank ist. Das ist richtig. Allerdings, also, ich sollte nicht zum Schamanen gehen. Wenn ich beim Schamanen auftauche, behauptet Nitoks Seite von vornherein, ich hätte betrogen. Ich hätte den Schamanen beeinflusst. Ich will einfach kein Blatt Papier. Es gibt keine Regeln. Tja, das ist jetzt die Frage. Wie legt der Schamane das tatsächlich aus mit, es gibt keine Regeln? Es gibt keine Regeln. Keine. Dann ist alles erlaubt. Wirklich alles. Es restlos ist alles erlaubt. Das hat er eben genauso gesagt. Und wir reden hier von Mord, wir reden hier von Heimtücke, wir reden hier von Täuschung, wir reden hier von Fallen, Stechung. Nur nicht Einmischung von außen. Wisst ihr, in all dem bin ich voll gut. Das beruhigt mich ein bisschen. Das mit der Ironie hast du auch noch nicht gehört, oder? Deswegen nicke ich ja so heftig. Ich kann das nicht, Lothir. Alles nicht. Ich bin schlecht im Betrügen. Ich bin total mies in Heimtücke. Das ist doch gut so. Jemand anderen würde ich für die Kali auch gar nicht wollen. Ja, Nituk würde genau andersrum sagen, würde sagen, dadurch hast du sie nicht verdient. Leider hilft mir aber das alles nicht. Aber deswegen hast du ja uns. Außerdem mit deiner Magie und deiner Otternase. Übst du dich gerade ein wenig in Heimtück und Hinterlist? Super.
Ich gehe mal zum Schaman. Ich danke dir. Kayo, wenn das nicht klappt. Du hast es doch ein bisschen mit Heimtücke, oder? Gib's doch zu. Komm. Dieses Grinsen. Was brauchst du? Ja, den Trank. Wir müssen erst mal rausfinden, ob es einen gibt. Aber selbst wenn es keinen gibt, kann uns das zuträglich sein. Weil, wenn so, angenommen, es würde sich herumsprechen, dass du so einen Trank suchst, würde Nituk natürlich davon ausgehen, dass du geprahlt hast. Er würde dann wissen, dass du wenig bis gar keine Magie hast. Das würde ihn noch wodurch er dich jetzt noch schwächeres Ziel wahrnehmen würde. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob du in der Lage bist. Ich weiß nicht, kann man es darstellen, dass ein Zauber nicht gelungen ist? Irgendwie? Kannst du irgendwas, was kaum Magie kostet? Kannst du irgendwas, was kaum Magie kostet, aber so wirken könnte, ich weiß nicht, keine Ahnung, Lichtkugel oder was macht ihr Magier oder so? Keine Ahnung. Ich kann die Farben meiner Augen verändern. Guter Anfang. Hey, ich gebe mir echt Mühe. Ja. Und ja, ich kann sehr gut, sehr weit und sehr hoch springen. In Goswin ein Beherrschungsmagier wäre. Dann Tanz. Ist er aber nicht. Dann hätte ich Nitok einfach die Erinnerung, dass er heiraten wollte, gelöscht. Das ist hier ein Kamelspiel. Wir müssen uns überlegen, was an Informationen wir streuen, damit Nitok bestimmte Dinge denkt. Und dass Nituk dich als Gegner nicht ernst nimmt, dabei sind wir schon. Wenn er jetzt auch noch denkt, dass du geschwächt bist, wäre das ein weiterer Vorteil. Wir müssten es nur glaubhaft machen, beziehungsweise wir müssten es so übermitteln, dass er selber zu dem Schluss kommt. Weil die eigenen Gedanken sind schwieriger aus dem Kopf wieder herauszubekommen. Hast du eine Idee? Ich denke noch darauf rum. Also der weitere Plan... Wie gesagt, ich denke, das Einfachste wäre es, dir beizubringen, auf Eis so zu stolpern, dass du dir nichts tust. So dass Nituk den Vorsprung hat, ja? Richtig. Dass er mich nicht mehr sieht. Genau, dass er denkt, du bist gestürzt, hast dir vielleicht sogar was getan und... Irgendjemand ist gerade sehr stark auf seiner Seite. Mhm. Und dann fliege ich oder dann schwimme ich? Ich glaube, Fliegen geht besser, oder? Das wäre der Teil mit dem Fliegen. Für den anderen bräuchtest du den Vorsprung. Für welchen anderen? Für den mit dem Boot? Mit dem Springen oder mit dem Otter? Aber einen Vorsprung habe ich nicht. Und den werde ich auch nicht kriegen. Genau. Oh, obwohl... Nee. Dafür bräuchte ich mehr Energie. Was wir auf keinen Fall machen sollten, ist, dass du springst und im Wasser landest. Das wirst du nicht überleben, nicht bei diesen Temperaturen. Der See ist wärmer, aber er ist immer noch kalt. Und vor allem, wenn du nass bist und aus dem Wasser rauskommst, in diese Luft... Das ist schwierig. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, Nituk zu reizen. Ihn blindwütig zu machen.
Boah, ey, nochmal OT, nie wieder ohne Verboten. Echt. So erzieht man seine Spieler die Hirnbanken ab. Ich hab verschiedene Ideen, wie man Nituk wirklich zur Weißglut reizen könnte. Keine davon wird dir gefallen. Irgendeine Stimme in dir drin, Ikayu, sagt auch, hey, das wäre voll die gute Idee, das mit dem Reizen. Das klingt reizend. Ganz weit hinten im Kopf. Scheiße. Was ist Nito? Guck mal, Nachtbild von Ikayu. Ich schüttel leicht den Kopf. Ich schüttel leicht den Kopf und versuche die Stimme so wieder loszuwerden. Ja. Entschuldigung, was? Was ist scheiße? Nein, ich sagte, keine davon wird dir gefallen. Ja, dann los. Dieser ganze Wettkampf gefällt mir nicht. Tut mir leid. Ja, auch nicht. Du willst es doch auch. Nun. Die erste Variante ist... Nituk betrachtet mich als sein Eigentum. Und egal, in welcher Form ich mit dir interagiere, was darauf hindeutet, dass wir ein Paar sind, wird ihn reizen. Das ist egal, ob ich dich umarme oder küsse. Mhm. Solange er es sieht, wird er es als persönlichen Angriff in seinem Territorium betrachten. Wenn ich dem Ganzen die Krone aufsetze, tue ich so, als wäre ich schwanger. Es könnte sein, dass er mich direkt bekämpft, oder? Auch wenn er dadurch den Wettkampf nicht gewinnt. Es könnte sein, dass er dich direkt an der Startlinie überfällt. Natürlich könnte er dadurch den Wettkampf gewinnen. Genau, wenn du ausgenockt bist, kannst du nicht mehr zum Totenfall kommen. Und Ilva kann auch nur an einer Stelle stehen und aufpassen. Ja, das sie darf so ja nicht eingreifen, das ist ja regelkonform. Er hat die Möglichkeit, mich vom Start an zu attackieren und sogar zu töten. Es gibt keine Regel, außer, dass mir niemand anders außer Nituk Schaden zufügen darf. Ich habe noch eine Idee. Oh, die wäre aber wirklich nicht ehrenhaft. Aber sie würde dir einen großen Vorsprung verschaffen. Gut, dass wir aus dem Rondra-Schrein raus sind. So leicht bringt man seine Spieler dazu, alle göttlichen Statuten über Bord zu werfen. Ich werd danach meinetwegen noch eine Pilgerreise haben. Gerne. Die müssen wir beide tun, für unsere Seele. Aber es gibt auch noch andere unserer Heiligtümer. Die müssen wir beide tun für unsere Seele. Pass auf. Kannst du jemanden von uns in dich verwandeln? Zum Beispiel mich. Aktuell nein. Ja. Schade. Der Trank fehlt. Darüber hinaus, also sagen wir es so, ich könnte es. Es wäre unter erschwerten Bedingungen. Es würde mich fast meine gesamte Energie kosten. Und dann wärst du nicht fit für das Wettlerrennen. Ich hätte absolut keine Möglichkeit mehr. Danach noch in irgendeiner Form einen Zauber zu. Und ich wäre nicht voll konzentriert. Also ich bin jetzt schon nicht so richtig voll konzentriert, aber das hat andere Gründe. Ich bin leicht verkatert. Der Chat schlägt vor, den magischen Dolch zu benutzen. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Der ist im Praios-Kloster, der ist ein bisschen weit weg. Ich
könnte Nitok einen Pfeiler in den Rücken schießen. Nein, du kannst das nicht. Das wäre nicht regelkonform. Es gibt keine Regeln. Ja, außer das, habe ich das jetzt falsch verstanden? Solange bis die Herausforderung halt vollendet ist, sind alle Streitigkeiten beiseite gelegt, ja. Das heißt, die Kontrahenten selbst sind sicher. Sonst wäre es ja auch kein Zweikampf, sondern eine Massenkeilerei. Was du dürftest ihn aufhalten, aber nicht verletzen. Ich könnte Nito küssen. Kurz nach dem Startschuss. Boah, nein. Auf keinen Fall. Der Chat schlägt vor, dass die Yetis Goswin über den Fluss werfen. Also über den werfen. Ich finde, Ilva sollte den Pfahl wirklich einfach umsetzen. Ilva nimmt den Pfahl raus und trägt ihn herum, bis Goswin da ist. Also ich weiß jetzt, dass Otter sehr, sehr schnell schwimmen können im Vergleich zu... Oh Gott, nein. Aufhören, also, nee. Was schreibt er? Bitte. Du sollst nackt durch den Schnee laufen, das lenkt ab. Moment, ich hab doch meinen Wege der Vereinigung. Wie lang? Okay, wir müssen uns auf irgendwas einigen. Der Geweihte versucht, den Trank zu organisieren. Das würde einiges ein. Der Geweihte ist schon weg. Genau, der ist schon lange weg. Ja, schwenken wir. Ihr könnt ja mal überlegen, was ihr tun wollt, während Lot hier zu... Was macht Ilva eigentlich? Sitzt sie die ganze Zeit dann bei Kajo Goswin? Ich gehe auf den Ort, wo man die besten Ideen hat. Ja, super. Bin echt nervös. Ich sitze da und höre mir die Pläne an, die verschiedenen, biete mich an den Stellen, wo ich glaube, dass ich was austragen könnte, irgendwie als Hilfe an, wie zum Beispiel vorhin, kann mich bei dem Pfahl hinstellen, kann auch woanders stehen, aber ansonsten, ich kenne die Gegend nicht. Anscheinend dürfen wir als Stammesmitglieder und sonst was jetzt ja auch gerade nichts machen. Ich bin ein bisschen hilflos, also... Ne? Ich warte einfach, dass mir gleich einer sagt. Bei euch ist das einfach. Bei uns ist das einfach, aber dann haust du dem mal für Schnauze und dann ist das erst geklärt. Ja. Gut. Aber hier dürfen wir uns ja nicht kloppen. Ja. Lot hier läuft zu Jutanuk. Zelt mal wieder herüber. Etwas gerader als gerade noch, weil diese ganze Ansprachending und so hat sich ein bisschen wieder nüchtern werden lassen. Ja. Und alleine auch die Berührung dieses Holzes mit den Wölfen drauf, irgendwie, das ist irgendwie ein, als ob dich neue Energie durchströmt und die Schmerz, meine Sorge, dieses Dizziness aus dem Kopf treibt. Und die kalte, klare Luft. Die sowieso. Was für mich nicht kalt ist. Ich klopfe mal ganz sanft ans Schamanenzelt. Man kennt das ja, man geht nicht einfach rein. Herein. Hallo? Oh. Ja, dann komme ich rein. Jutanuk. Ich habe da mal eine Frage. Welche Frage? Oder ein Anliegen vielmehr. Du hast doch Goswin so einen Tee gegeben und dann ging es ihm besser. Ja. Wegen seiner Kopfschmerzen, weil er irgendwie sich ausgezaubert hat oder so. Mhm. Gibt es das auch in stärkerer Form, sodass er Kräfte zurückgewinnen könnte?
Ja. Hast du sowas oder kannst du sowas anrühren? Also, ich hab's nicht hier. Müsste ich machen. Das dauert ziemlich lange. Wie lange? Schätzungsweise? Ich brauche das Licht des Mondes dafür. Das heißt, die ganze Nacht mindestens. Ich müsste durcharbeiten bis morgen früh. Und könnte mich um nichts anderes kümmern. Was hattest du noch vor, sonst zu tun heute, beziehungsweise die nächsten Stunden? Den Abmarsch organisieren und Sachen packen. Ich kann es meiner Frau nicht zumuten, so viel zu packen. Und Vorräte haben wir auch keine zum Mitnehmen. Die wollte ich besorgen gehen. Wahrscheinlich werde ich auch die Hilfe meiner Frau brauchen beim Trankbrauen. Das heißt, wir werden morgen nicht abreisebereit. Und irgendwas, das ihm nur ein bisschen helfen könnte? Inwiefern? Naja, er fühlt sich noch immer ziemlich... Zuckt mit den Schultern, leer. Ja, ich dachte, darum geht's gerade. Ich habe davon ja nicht so Ahnung. Gibt's vielleicht nur so ein bisschen anstatt ganz viel? Nein. Die Vorbereitungen sind aber wichtiger. Oder ich könnte die für dich übernehmen. Es tut mir leid, Lothir, aber ich muss Dinge mitnehmen und einpacken, da wärst du mit überfordert. Und Schamanenkram. Könnte sie alle hier lassen, aber ich möchte der dunklen Flut nicht Dinge überlassen, die nicht gut wären, wenn sie in solche Hände fallen. Ja, das verstehe ich. War Nituk zufällig hier, um irgendwas zu erbitten? Nein. Er hat mich auch gewundert, aber und weiß ja. Ich habe nie viel mit ihm zu tun gehabt. Er geht, wenn dann, zu seinem eigenen Schamanen, denke ich. Ach ja, den haben sie ja gleich mitgebracht. Guter Mann. Hat vor 2 Monaten seine Frau verloren. Das war tragisch. Manchmal entscheiden die Himmelswölfe seltsam. Das ist richtig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Goswin, der da ja jetzt kämpfen will, sich darauf einlässt, einen Zweikampf ohne Regeln zu führen. Wir haben ihm ja nur ganz schön viel angeboten. Tja, ich denke, für ihn ist die Magie so natürlich wie halt Atmen für uns oder Nituks Muskeln. Ich kann das, konnte das nicht ohne weiteres erlauben. Ich hoffe, du weißt, warum. Ja. Ich glaube, an der Stelle kann man es kaum einem wirklich gerecht machen. Es tut mir leid um den jungen Mann. Er hat mich so finster angesehen, als er nachfragte. Er versteht, glaube ich, nicht, was wir hier durchgemacht haben. Er macht sich Sorgen. Er macht sich Sorgen um Ikari, er macht sich Sorgen um euch alle. Und er macht sich Sorgen, dass der Wettkampf ihn so sehr erschöpft, dass er danach nicht mehr zu gebrauchen ist, um gegen die schwarze Flut zu kämpfen.
Das sind die Sorgen, die ihn quälen. Na, das kann ich verstehen. Ich glaube aber, dass er eine gute... dass die Götter auf seiner Seite sind. Er hat so stark gegen die schwarzen Fluten gefochten, das bleibt nicht unbemerkt. Als ihr von den Fluten spracht, eben als ich zurückgekehrt bin, habe ich die Götter befragt. Und? Es ist schwer zu sehen, was die Zukunft bringt. Sie ist stets in Bewegung. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft, Lothir. Ich werde nicht mehr für immer hier sein, weißt du. Ich bin alt. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber... Ja, du siehst keinen Mond älter aus als 30. Dieses Dorf muss eine Zukunft haben. Es ist. Ja. Ich habe keine Kinder gezeugen können, weißt du? Deswegen habe ich mich hier niedergelassen und habe meinen Stamm mitgebracht, denn das, was von ihm noch über war, nachdem wir gegen die Eishexe kämpften. Hast du keinen Nachfolger benennen können? Dieses Dorf hat uns gut aufgenommen und gut versorgt. Wir schulden ihnen eine Menge. So wie ich. Aber ich habe keinen Nachfolger, nein. Das heißt, wenn du eines Tages zu den Wölfen gehst, gibt es keinen Schamanen hier. In der Tat. Ich frage mich, was dieser Goswin so kann. Ich meine, er heiratet eine Nivesin, wenn er gewinnt. Ich denke, sie können beide sehr viel voneinander lernen. Wird er hier bleiben? Oder wird er sie mitnehmen? Ich glaube, Ikario möchte mehr von der Welt sehen. Das befürchtete ich. Das heißt aber nicht, dass sie nicht zurückkehren werden. Ja, ich habe versucht, das alles zu sehen. Wie gesagt, es ist alles in Bewegung. Konntest du denn etwas erahnen, was am wahrscheinlichsten ist? Ich sah das Monster aus dem See. Es tauchte auf. Und es verschlang alles um sich herum. Dann sollten wir dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wer weiß, was Zoberan noch hinterlassen hat in den Gewölben unter seinem Haus. Ihr solltet nachschauen. Ja, wenn nicht alles auf einmal mal geschehen würde. Diese Sache mit dem Zweikampf ist... Passt nicht, aber ist leider notwendig. Wenn das vorbei ist, werde ich auch den Bund schließen mit einer Frau. Ist es so? Ja. Lächelt so über beide Backen. Wo kommt die denn auf einmal her, nachdem du Mirala ja in den Wind geschossen hast? Genau genommen ist es Mirala. Oh.
Das hättest du auch früher haben können, mein Junge. Ja. Vielleicht setzt bei mir langsam Altersstarrsinn ein. Ja. Ja. Vielleicht. Ja, die Schwitzhütte hilft gegen sowas. Oh, nein, 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 nein. Du weißt, ich hasse die Schwitzhütte. Du wirst sie noch lieben lernen, wenn du hier mit Frau und Kind verweilst und nicht immer durch die Berge ziehst. Tja, vermutlich werde ich, wenn die Stadt irgendwann wieder aufgebaut ist, in Friesorf leben. Und noch eine gute Seele, die das Dorf verlässt. Dann haben wir keinen Schaman und keinen Geweihten. Eigentlich können wir gleich in den Bergen bleiben. Ich finde bestimmt einen Nachfolger. Die Zukunft ist ungeschrieben, Lothir. Ja. Trotzdem danke. Soll ich jetzt beginnen, diesen Trank zu brauen? Wenn, dann müsste ich jetzt beginnen. Wärst du oder deine Frau dann in Gefahr? Ich weiß nicht, was kommt, Lothir. Und wie schnell. Die Zukunft ist nicht geschrieben. Ihr schreibt sie. Und du würdest Dinge zurücklassen, die sie vielleicht nutzen könnten. Wenn ich gehe. Oder ich bleibe hier und sterbe dabei, sie zu verteidigen. Das ist keine Möglichkeit. Sie brauchen dich dort draußen. Guter Junge, ich hab dir doch irgendwo etwas von dieser vergorenen Karenmilch, ich kann sie nicht mehr trinken. Nein, 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 ich hatte davon genug. Deswegen ist wahrscheinlich nichts mehr übrig. Du musst die Arbeit deines Volkes verrichten. Also packe ich. Gut. Ja. Das solltest du auch tun. Ich habe ja nichts. Dann pass auf, dass dem armen kleinen Spitzohr nichts passiert. Und auf jeden Fall pass auf, dass er Ikayo gut behandelt, sonst kriegt das mit mir zu tun. Oh, das wird er. Das wird er. Bis später, Alterchen. Ja. Nachdenklich verlasse ich die Hütte. Ich gehe aber dann trotzdem kurz an meinem Haus vorbei, um die letzten Sachen mitzunehmen, die man vielleicht noch gebrauchen könnte. Also noch ein Speer, noch ein paar Pfeile, die ich geschnitzt habe. Eine Tüte, also für meine Tragetasche packe ich mir noch voll mit dem ganzen Ritualkram, den ich halt sonst für das Dorf nehme. Das ist halt nichts, was irgendwie göttlich ist, denen in die Hände fallen könnte. Ja. Ja, das nehme ich noch mit. Okay. Sonst ist ja nichts im Haus. Ja, im Haus sitzen ja Ikayo und Gosvin und Ilva. Das heißt, kannst du zurückkehren und die frohe Botschaft überbringen. Dum, 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 dum. Ja, die Tür geht auf und Lothir steht da. Und? Schüttel den Kopf.
Will er nicht oder kann er nicht? Wenn er sich darauf konzentriert, kann er die heiligen Ritualgegenstände nicht alle mitnehmen und sie würden dem Chakagra in die Hände fallen. Weil er keine Zeit hat, die einzupacken, oder wie? Ja. Er könnte so einen Trank herstellen, das würde aber die ganze Nacht dauern mit der Hilfe seiner Frau zusammen und im schlimmsten Falle würden sie dann so viel Zeit verlieren, dass sie die Stadt nicht mehr verlassen können. Und er wird bis zum Tod die heiligen Riten der Wesen verteidigen. Das können wir wirklich nicht von ihm verlangen. Das habe ich ihm auch gesagt. Tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Auch wenn Hinterlist befragt ist, wir dürfen auf gar keinen Fall die Ehre der Götter spielen. Er hatte eine Vision. Mehr oder weniger. Dass das Monster im See erwacht und das und alles verschlingt hier. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Sie dürfen unter gar keinen Umständen die Kreatur erwecken. Schaut kurz zu Ikayo. Er hat mir auch gesagt, dass er sich Sorgen macht, was aus dem Dorf wird, selbst wenn es alles gut läuft. Er wird nicht mehr lange leben. Er spürt das Ende nahen. Dann gibt es keinen Schaman mehr. Und wenn ich Frigorn verlasse, gibt es auch keinen Geweihten mehr in Frigorn. Er hat keinen Nachfolger, ich habe keinen Nachfolger. Schon ironisch manchmal. Wir werden einen Weg finden. Der Norden hat uns bisher immer alles gegeben, was wir brauchten. Wir mussten es nur finden. Wir mussten dafür arbeiten. Wir mussten dafür bluten. Aber im Endeffekt haben wir bekommen, was wir verdienen. Und so wahr die Götter uns helfen, werden sie uns auch einen neuen Geweihten und einen neuen Schaman zur Seite stellen. Vielleicht aus meiner Familie, vielleicht aus Nituks Familie, wer weiß. Ich war lange nicht zu Hause. Ja. Ich möchte euch was geben. Warte nochmal den Schrank auf. Und holt dann als erstes, und das ist wirklich, Kai hat das schon mal gesehen, holt einen kleinen Weidenkorb raus. Das ist ein der, in dem ich gefunden worden bin. Guck mal, Goswin, kannst du dir das vorstellen? Da hat der mal reingepasst. Ist immer noch ein ziemlich beachtlicher Weidenkorb, aber... Du bist auch ein beachtlicher Mann. Ich möchte, dass die heiligen Gegenstände unter euch verteilt werden, auf dass sie nicht an einer Person allein sind. Ich weiß gerade nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob es die Anspannung ist oder was anderes, aber ich bin nicht sicher, ob man mir irgendetwas in die Hand drücken sollte, was mir Macht verleiht. Nicht gerade. Ikayo, nicht das verleiht Macht. Er hält so eine Schwanenfeder hoch. Der Glaube daran verleiht die Macht. Das ist es, was die Göttin uns lehrt. In deinen Händen ist diese Feder heilig. Ich habe so eine Stimme in meinem Kopf. Verstehst du? Nein. Ein Flüstern. In meinen Gedanken.
Schon länger. Kaio. Was ist um die Stirn? Es ist nicht stark, aber es ist da. Ist es eine Hinterbliebenschaft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es will mich anstacheln. Ikaio? Aber ich habe die Kraft, nicht darauf zu hören, nur damit ihr Bescheid wisst. Versteh das jetzt bitte so, wie ich es sage. Du packst so dein Gesicht sanft, aber fest, zieht dich so direkt ran. Gibt es noch eine winzige Kleinigkeit, die du noch nicht gesagt hast? Wollte ich es noch auf eine Yuka wiederholen? Nein. Tatsächlich, dann nicke. Ich nicke. Gut. Verdammtes Mädchen. In aller 12 Götternamen. Wie viele Probleme epischen Ausmaßes erwarten uns hier noch? Weißt du, gut. Ich kann mich auch einfach in dieses den See Abenteuer stürzen, ist sehr tödlich. Ikaio, wenn ich mit dem Schicksal hadere, meine ich nicht dich persönlich. Dann warte mal ab, noch seid ihr nicht ja, verheiratet. Doch, irgendwie hat ja alles mit mir zu tun. Oh, ich bin ein einziges wandelndes Unglück. Das ist doch nicht, das hat doch nichts mit dir zu tun. Und jetzt mal ganz ehrlich, mache ich mich dafür verantwortlich, dass ich Träume hatte, die mich hierher geschickt haben? Nein, ich mache mich doch nicht dafür verantwortlich, genauso wenig wie du dafür verantwortlich bist, was die höheren Mächte, seien es Götter, seien es Himmelswölfe, seien es Namenlose, irgendwer mit dir veranstalten. Verzeih bitte meine Grammatik, aber ich bin gerade echt nicht gut drauf. Das ist keiner von uns. Gut, du kriegst Schwanenfedern, dann drückst du welche in die Hand. Ilva kriegt Schwanenfedern, plopp. Ikaio, du kriegst Schwanenfedern und wenn ich eine davon verdampfen sehe, dann gibt es Schläge auf den Po. Schlag mir bitte den Schädel ein, wenn eine von denen in meiner Hand verdampft, ja? Flop. So. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich noch tun soll, um mich auf dieses Ding vorzubereiten. Ich gehe beten. Perfekt! Super. Perfekt! Vielleicht betest du auch zu den Himmelswölfen. Ich bete zu allen. Fast mal. Du beugst dich mal vor. Der mächtigste der Himmelswölfe oder der Haupt ist Liska. Ich guck zu Liska. Er hat einen Grund, warum sie heißt. Nicken, heftiges Nicken. Herz. Ich habe einen großen Glauben. Und im Moment habe ich ziemlich viel zu beten. Achso, der Schaman hat übrigens gesagt, falls du Ikaio so unglücklich machst, dann reißt du dir den Hintern auf. Das geringste meiner Probleme. Wenn dich ein fast 90 Sommer alter Mann verhaut, ist das ein Problem. Das ist an eine Kondition gebunden, die im Moment echt am unwahrscheinlichsten von allen meinen Problemen ist. Ja? Am wahrscheinlichsten ist, dass es... Ihr wisst es, ich gebe ihn. Es reicht. Nimm jemanden mit. Gute, oder soll ich mitkommen? Gute Sache. Fühlst du dich sicher alleine draußen im Dorf, Goswin? Eva, du kennst, glaube ich, noch ein paar Götter, die ich nicht kenne, oder? Ja, klar. Kommst du mit? Ja, klar. Danke. Fruno und Angara können nie schaden. Da werde ich direkt unscharf. Zu viele Götter auf einmal. Ja. Ja,
Allerdings hat Gustav. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr nichts mehr großartig unternehmen wollt, außer zu beten und ja, dann springen wir vielleicht mal an den Abend. Ich ziehe mich noch um. Lothir würde auch beten. Ja. Ausnahmsweise auch mal zu einem, den er selten mit einschließt, und zwar zu Fex dem Listenreichen. Zu dem bete ich die ganze Zeit. Ja, Fex im Norden, das ist so. Glück braucht man im Norden halt eher selten. Vermeintlich. Ja, Goswin fällt auf, dass als er beten geht, wieder dieser Schwan über dem Dorf kreist, den du schon mal gesehen hast. Und sich dann irgendwie in den Wolken verliert. Und dann ist es Abend und das Duell naht. Die Sonne ist knapp vor dem Untergehen, spendet noch das letzte Licht und ja, ein paar Zuschauer haben sich versammelt und die letzten Lichtstrahlen, die so über dem Horizont halt noch erscheinen und wahrscheinlich auch noch relativ, also wahrscheinlich noch eine Stunde oder so zu sehen sein werden, tauchen den Himmel in einen ja, in ein seichtes Rot-Rosa und ja, wenn die Anzeichen nicht so böse wären und die Anspannung nicht so groß wäre, wäre das ein äußerst romantischer Blick, den Goswin da hat, als er auf der Anhöhe steht und Richtung Totempfahl hinunterblickt. Ich habe gerade gar keinen Sinn für Romantik. Sag ich ja. Ja. Ilva wird wahrscheinlich schon beim Pfahl warten. Gehe ich davon aus? Ja, ich bin vorgelaufen, genau, weil ich das ja dann nicht riskieren will, dass da nachher einer von den Kumpels von Nituk ihn aufhält oder so auf die letzten Meter noch. Das brauchen wir nur. Der Schmied des Dorfes ist. Also von Frigorn ist außerdem als Zeuge auf der Insel. Während der Schamane irgendwie am Start steht, mit Lothir zusammen wahrscheinlich. Einige Nivesen haben sich eingefunden und schlagen die Trommeln schon den ganzen Vorabend. Und es wird getanzt. Und ja, den Himmelswölfen wird Tribut gezollt. Man hat mit Fackeln den Weg runter zum Ufer ausgeleuchtet. Überall stehen auch Leute, die aufpassen, dass irgendwie, ja, also meistens sind es Leute aus dem Dorf und gar keine vom Stamm der Nivesen. Ja, und Nituk zieht dann ein, gefolgt von seiner Familie, die ihm so aufmunternd auf seine Jacke klopfen. Reckt und streckt sich, macht sich. Er scheint keinen Speer oder keine Waffe oder so etwas bei sich zu tragen. Ich würde mich zu Goswin gesellen, wenn er da oben noch auf dem Hügel steht. Ich habe mich umgezogen. Ich trage jetzt nicht mehr meine blutbefleckte Reisekleidung, sondern ein ledernes Kleid, das mit Fell ausgestattet ist. Ich habe Felle um die Unterarme und so ein Fellhauch für hinten drüber, weil es ja kälter wird. Ein bisschen Haarschmuck und ich habe Schminke im Gesicht, die meinem Gesicht wolfsähnliche wie heißt das? Strukturen verleihen. Wodurch die Augen nochmal besonders herauskommen. Also ich bin auf Krawall gebürstet, könnte man sagen. Gut, der Schamane
stellt sich neben Lothir auf. Hat wieder sein Gebiss eingesetzt. Liebe Leute von Frigon! Liebe Stamm! Moment, wie hieß der Stamm noch? Verdammt. Sag mir mal eben, wie dein Stamm hieß. Lapilas und Kanoas Stamm. Liebe Leute von Lapilas und Kanoas Stamm! Heute Abend klären wir ein für alle Mal die Streitigkeiten zwischen Goswin und Nituk. Die Kontrahenten sind beide erschienen. Seid ihr beide bereit, diesen Kampf anzutreten? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Es geht darum, den Pfahl auf der Insel zu erreichen. Der Erste, der den Pfahl erreicht, ist der Sieger. Wir hier werden davon mitbekommen, wenn der Schmied die Fackeln schwenkt. Zweimal schwenken heißt, Nituk gewinnt. Dreimal schwenken heißt, Goswin gewinnt. Das Signal werden das Verstummen der Trommelschläge sein, dass ihr starten könnt. Niemand von außerhalb darf eine Hand an die Kontrahenten legen. Ansonsten gelten keine Regeln. So war es ausgemacht. Und das ist euer Weg. Also Lothir legt dann den Pfeil auf, zündet ihn an der Fackel an und schießt ihn über den See. Und die Trommeln starten wieder. In einem schnellen Rhythmus. Nituk macht sich bereit, streckt und reckt sich nochmal, nimmt so eine Wettkampf-Startpose an. Was macht Goswin noch am Start? Die Kajuke sind. Ja, die steht ja neben dir. Ja, genau. Ja, soll er tun. Ikayo würde ihm noch zuflüstern, pass auf dich auf. Bitte. Aha. Und komm heil zurück. Ich versuch's. Dann geh ich zurück. Stark. Und ich renne. Und Nituk rennt. In welche Richtung? Den Weg lang, der von den Fackeln erleuchtet ist. Und er ist schneller als du. Und das ist jetzt wenig erstaunlich. Er ist athletisch. Er hat keine Waffen mitgenommen. Zumindest kann man keine sehen. Er hat dich keines Blickes gewürdigt mehr, als die Trommeln irgendwie geschlagen haben. Hat Ikayo keines Blickes gewürdigt. Ist losgelaufen, stoisch, blickt sich auch kaum um. Also einmal ganz kurz blickt er über die Schulter. Goswin ist auch losgelaufen, merkt schnell, dass er, womit jeder gerechnet hat, dass er in einem solchen Wettlauf ihm wahrscheinlich unterlegen ist. Schnell hat er 2-3 Längen Vorsprung. Ja, wie sieht das aus? Stehender Boot oder geht der Weg bis zur Hütte mit dem Boot? Man hat 2 Kanus auf das Eis gezogen. Alles klar. Okay. Ja, dann renne ich ihm hinterher. Mhm.
versuchst, Anschluss zu halten. Mhm. Mach mal eine Probe auf Athletik. Ist doch jetzt Athletik, nicht wahr? Athletik gibt's nicht mehr. Körperbeherrschung wahrscheinlich. Das meine ich. Körperbeherrschung oder Kraftakt? Ich weiß jetzt. Körperbeherrschung. Wenn es so ein Berg runtergeht. Ja. Vor allem, weil es glatt ist. Genau. Du nimmst mir die Worte vorweg. Sieht sehr gut aus. Ja. Ein Erfolgsgrad. Und so schaffst du es tatsächlich, obwohl es dir niemand zugetraut hätte. Ilva kann es, also er ist, der Lothar kann es nicht ertragen, ist direkt mal weg. Zu spannend. Ich brauch den doch als Berater. Ja. Obwohl niemand damit gerechnet hat, schaffst du es tatsächlich, die, ja, die zwei, drei Längen Vorsprung sogar zu halten, also die er hat. Läufst ein bisschen in seinem Windschatten, könnte man schon quasi sagen. Was es dir möglich macht, den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Und der schaut sich so ein paar Mal über die Schulter und tatsächlich merkt man ihm an, dass er überrascht ist, dass du so gut mithalten kannst. Und er versucht, seinen Schritt zu beschleunigen und noch mehr Distanz zwischen sich und dich zu bringen. Und du merkst, wie er deutlich schneller wird. Ja. Er läuft. Ich laufe auch weiter. Gut, dann wird er als erstes das Ende des Weges, das runter zum See führt, erreichen. Ab nun geht es raus auf das Eis, wo die Kanus liegen. Er erreicht es zuerst, sichtlich angestachelt von dem guten Mithalten. Er hat inzwischen noch eine Länge herausgelaufen. Und er schafft es halbwegs, man sieht, dass er kurz strauchelt und kurz mit einem Bein wegrutscht, als er das Eis betritt. Fängt sich aber sofort wieder und setzt den Schwung quasi um. Und er gleitet quasi so ein bisschen wie auf Schlittschuhen irgendwie in Richtung Kanus und den letzten Weg zu dem Kanu, zu dem ersten Kanu, was da liegt, schlittert er so über das Eis und kommt direkt an dem Kanu an, greift das Paddel. Was macht Goswin? Ich renne hinterher. Auf das Eis. Eine Athletikprobe. Oh. Muss ich ja wohl. Oh. Die 16 weiß ich jetzt nicht. 16 ist Gewandtheit. Ne? Ob die dir jetzt das Genick bricht? Ist das Gewandtheit, oder? Mhm. Ja, bricht sie. Dann muss ich wohl schippen. Mhm. Ich werfe die 16 nochmal neu. Ja. Besser geht's nicht. Ja. Auch du läufst kurz an und hast kurz das Gefühl, boah, es ist glatt. Damit hast du im ersten Augenblick gar nicht so richtig gerechnet. Also dann im zweiten Moment verfluchst du dich dafür, da nicht dran gedacht zu haben. Was hat dir dein Meister damals immer eingebläut, dass du dir den Weg und immer vorher vorstellen sollst, bevor du den Zauber sprichst? Und konzentrierst dich noch einmal ganz extrem und hast die Worte deines Lehrmeisters, der dich vielleicht mit dem Stock damals manchmal darauf hingewiesen hat, wen du dich zu konzentrieren hast. Spürst quasi diese Schläge, die du als kleiner Eleve nochmal irgendwie abbekommen hast, so auf dem Rücken oder auf den Fingern und konzentrierst dich dann, fängst dich sofort wieder, schlitterst nicht weiter und kannst
ganz normal weiterlaufen zum Kanu rüber. Wenn du zum Kanu möchtest. Ja, ich möchte zum Kanu. Dann läufst du zum Kanu. Und soll ich auch schon weiterschildern? Oder? Mach bitte. Ja. Liegt das Paddel im Kanu? Oder? Mhm. Ja. Dann nehme ich das Kanu. Das ist so ein Ein-Mann-Kanu. Das kann man einfach so. Ja, du müsstest es jetzt halt quasi entweder schieben oder tragen. Der Nitok hat es irgendwie auf die Schultern genommen und läuft jetzt quasi langsam damit zum Wasser. Mhm. Und du musst es entweder ziehen, schieben oder halt auch genauso wie er tragen. Dann mache ich das wie so ein Bob-Schlussläufer und schieb das so vor mir her. Das ist eine super Idee. Mach mal eine Kraftaktprobe. Wunderbar. Erleichtert um 1. Weil du immer noch die Erinnerung an diese Konzentrationsschläge hast. Ha 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 ha. Versuch's mit einem großen Kraftding zu schieben und fällt der zweite Chip. Bleibt mir was anderes übrig. Scheiße, die brauche ich eigentlich später. Du kannst dich auch auf die Fresse legen. Nein, natürlich nicht. die 2 würde ich gern behalten. Ja, kein Problem. Wir machen es spannend heute. Oh, fuck, ey. Ich kann nicht hinsehen. Ja, ich auch nicht. Ja, geschafft. Super. Ja, okay. Also, dann schiebst du das Kanu. Könnt ihr mir bitte eure Chips leihen? Schiebst das Kanu mit aller Kraft an. Und das ist wirklich jetzt so eine... Die anderen, die irgendwie die Szenerie beobachten, Ilva von der Insel aus, sieht es gerade noch so. Irgendwie kann die jetzt kleine Punkte am Ufer sehen. Ikayu und Lotje schauen halt mit einem guten Blick herunter auf das Tal und können zuerst sehen, wie Nitok das halt, wie man das halt so macht, ne, das Kanu nimmt und halt damit läuft. Und Goswin dann mit so einem Schub das Ding schiebt, warum auch immer, und damit super schnell auf einmal ist und damit mindestens 2 Längen gegenüber Nitok aufholt, der immer noch Vorsprung hat, aber sichtlich überrascht sich jetzt nochmal umguckt und das Goswin aufgeholt hat. Der hat Grips. Ja, wenn ist schon halt Magier. Müsste der Spruch nicht heißen, der Junge hat Chips? Ja, und Nitok ist trotzdem der Erste, der das Boot ins Wasser tut. Er hat natürlich jetzt damit zu tun, das Boot von den Schultern wieder runter zu hieven, es ins Wasser zu lassen und dann du könntest halt jetzt den Schwung ausnutzen, dich sofort quasi, damit könntest du nochmal 2 Längen gut machen, wenn du... Ich will das unterstützen, ja, indem ich um 1 erschwert, weil ich keine... also ich muss es mir um 1 erschweren. Ja. Einen Krötensprung. So. Begleitet von einem Gebet an die Herrin Hesinde. Ja, der Chat bitte jetzt ein Gebet an die Herrin Hesinde. Bitte, lieber Chat. Ja, wir brauchen euch, mich. Chat, ja. Seid ihr bei mir? Alle Alberanier. Steelhammer, er hat nur noch einen Chip. Einen hat er noch. Ich brülle, Sarian! Und schmeiß mich mit einer vollen Wucht und meiner Magie. Oh, der ist gut. Was brauche ich für... Ja! Klugheit hinter. Oh, sehr gut. Und einem... Krötensprung für tatsächlich 3 Qualitätsstufen. Mhm. Voll ins Wasser. Das bedeutet, Moment, meine Sprungkraft ist quasi um 6 Schritt in die Höhe erweitert. Ich will das ja nutzen, um so einen Hechtsprung hinzulegen. Ja. Mit ordentlich Tempo und dann, man kennt das ja wahrscheinlich, man kennt das wahrscheinlich vom Schalte, der das am Sonntag schon gemacht hat mit einem Hai vor mir. Das ist die Woche des Slidens, echt. Und ich versuche, über das Wasser zu sliden und möglichst weit zu kommen.
Alles klar. Das ist eine gute Idee. Genauso sieht das auch aus. Und eben wollte ich dir die zwei Abstand halt geben, die du mit dem Manöver alleine schon gemacht hättest. Jetzt, wo du magische Unterstützung hast und dich nach vorne katapultierst quasi, hast du das allererste Mal zwei Längen Vorsprung vor Nitok. Hat der gerade Sprung der Kröte gesagt? So auf Elfisch. Kröterich hat es ihm bestimmt beigebracht. Tatsächlich habe ich wahrscheinlich Warzerich. Warzerich, ja. Von Warzerich, ja. Ja. Und er katapultiert sich das erste Mal in Führung. Und Nitok springt ins Boot und fängt an, wie ein Berserker zu rudern. Oh, Nitok ist so gut. Und holt wieder eine Länge auf. Und Goswin rudert, um seine Zukunft mit Ikayu. Noch hast du Vorsprung. Möchtest du noch irgendwas machen, außer normal jetzt zu rudern? Gib mir eine Sekunde. Ich habe es die Sekunde hat Oswin nicht. Der muss rudern. Ja, ich weiß. Okay, gut, reicht. Ich will im Sitzen noch schnell, und das geht wirklich schnell. Ja. Die Worte Zico Sicut Fulmensim sprechen, mir über Arme und Beine reiben. Mhm. Und mich übernatürlich verschnellern. Kommt drauf an, wie man fragt. Und da ist eine 17 bei. Cool. Aber die 17 ist nicht an letzter Stelle, von daher schaffe ich das. 17,5, ja. Schaffe ich das mit. Ja, die 14 ist nicht das Problem. Das ist nämlich Klugheit. Und zwar schaffe ich das mit zwei Qualitätsstufen. Das heißt, ich habe jetzt eine sehr lange Zeit einen Acceleratus. Mhm. Das bedeutet, dass dass meine Bewegungen natürlich total beschleunigt sind. Meine GS ist mal 2. Ja, genau. Und damit ruder ich jetzt ohne Ende. Goswin hat gerade den Motor erfunden. Das Motorboot erfunden. Ja. Ich stelle mir es vielleicht wirklich so ein bisschen vor, genau Rerion, wie bei Asterix und Obelix, das Boot geht vorne so ein bisschen hoch. Insel der Freuden, ne? Ja. Tatsächlich Insel der Freuden, auf die ich zupalle. Und du ruderst. Mach mal dann eine. Das ist, glaube ich, Rudern ist schon eher Kraftakt. Schauen wir mal. Und dann erleichtert. Wie viel Qualitätsstufen hast du den Acceleratus geschafft? Mit 2. Das ist aber für die Kraft egal. Das ist für die Kraft egal. Dann, wenn du sagst, es ist für die Kraft egal, ich hätte dir jetzt einen Bonus gegeben, aber wenn du keinen willst. Ach so, dann, ja. Ich nehme ihn gern, wenn du ihn mir gibst. Nö, die Kraft ist, für die Kraft ist das egal. Schade. Immer den Spielleiter zuerst ausreden lassen. Ja, gut. Hab meine Lektion gelernt. Spannung. Ja, ich hasse es. Keine Boote fahren? Noch besser. Boote fahren ist noch besser. Ist perfekt. Danke. Ja, das ist gut, da ist nämlich nicht so viel Körperkraft. Boote fahren. 18. Das letzte ist die 9. Was ist die 18? Bestimmt nicht Klugheit. Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Körperkraft. Oh, leck mich doch. Ja. Da fällt der letzte Chip, ne?
Naja, du hast einen Vorsprung. Du hast einen Vorsprung, ja. Okay. Eine Länge hat er noch. Ja, also ich hab zwei Drittel der Probe bestanden. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ich da nicht komplett einfach stehen bleibe. Nein. Ein bisschen was noch es wird Folgendes passieren. Also es passiert genau das, was ich leider gerade beschrieben habe. Das Boot geht langsam so ein bisschen nach oben. Und während du da so schnell paddelst. Und damit hast du im ersten Augenblick gar nicht so richtig gerechnet, weil das verändert ja auch die Fahrdynamik. Und du versuchst das Boot halt irgendwie im Gleichgewicht zu halten und strugglest halt ein bisschen damit, dass es halt vorne so nach oben geht und dass du halt diese schnellen Bewegungen nicht richtig koordiniert kriegst mit dem Paddeln. Und das fällt dir ein bisschen schwer. Du verlierst jetzt nicht wirklich an Geschwindigkeit, aber zumindest wird das Boot so ein paar Mal rechts und links schlenkern und wird dich ein paar Längen kosten wahrscheinlich. Wir schauen mal, ob Nituk das ausnutzen kann, dass du da so strugglest. Boah, Nituk ist so gut heute. Der ist richtig motiviert. Er liebt Ikayu über alles. Und ja, du hattest eine Länge Vorsprung und jetzt seid ihr gleich auf und es ist kurz vor der Insel. Ikayu wird immer kleiner. Ja. Und jetzt würfel ich mal für Nituk zuerst. Ob wir gucken, wie er die Insel erreicht. Die 20. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Boote fahren. Fingerfertigkeit oder gemacht? Was ist das? Boote fahren? Fingerfertigkeit ist das. 20 war die 1, ne? An erster Stelle. Dann hat er tatsächlich die Probe versaut. Deine Möglichkeit, jetzt zuerst die Insel zu erreichen. Nein! Goswin, sagt der Chat, Goswin! Was soll ich denn machen? Wer rechnet denn innerhalb der Stadtmauern von Lohwagen? Außer aus Lohwagen raus! Chip oder kein Chip? Ich würd dir zwei Längen geben, wenn du das jetzt schaffst. Was ist denn Körperwäsche? Nein. Wir sind bei Boote fahren, ne? Ja. Ich denke schon an den Charge nach dem. Ach so, okay. Gut. Keiner von euch kann einen Vorteil aus der Situation ziehen. Er erreicht quasi gleichzeitig die Insel. Und Nituk springt quasi die Fahrt noch ausnutzend an Land. Hat das Paddel noch in der Hand. Was macht Goswin? Ich mache selbiges. Selbiges. Springst und hast das Paddel weiter auch in der Hand? Ja. Gut, dann wirst du jetzt auch einen Schlag mit dem Paddel parieren können, bestimmt. Das ist korrekt. Weil er schlägt nämlich nach dir, weil er sieht langsam seine Felle davon schwimmen hier. Ja, diese Attacke ist aufgrund meines Zaubers um... Moment. Schlechter. Ich glaube, um 2 erschwert, nee. Ne? Nee, ist sie nicht. Alles klar. Nicht erschwert? Ich meine doch, bei Axelaratus war doch die... Nee, ich habe nur einen Inni-Basiswert mal 2 und meine Paraden sind um 2 erleichtert. Ach so, und ich kriege Verteidigung. Ist erleichtert, okay. Mhm. Also ich krieg ordentlich auf meine Verteidigung. Okay. Also das heißt, meine 3, ist das jetzt eine glückliche gewesen? Ich muss sie bestätigen. Das geht so nicht. Ah. Das sein... Ja, wer keinen Abzug kriegt, dann trifft er dich. Glücklich. Was halbierte heißt, Parade. Halbiert? Mhm.
Kommt der Bonus nach der Halbierung oder vor der Halbierung durch die Geschwindigkeit? So wie es für dich am besten ist. Okay. Es ist ja dramatisch hier. Yeah. Ich fress den. Okay. Ein D6 plus 1. 5 Trefferpunkte gehen Goswin direkt ins Gesicht und geben Nitok die Möglichkeit, eine Länge Vorsprung zu gewinnen. So, der letzte Abschnitt. Nitok läuft. 3D20 für mit seine Körperbeherrschungsprobe den Hügel hinauf zum Totempfahl. Schafft seine Probe. Mhm. Dann probiere ich jetzt. Denk dran, ich habe die doppelte Geschwindigkeit. Ja. Also ich renne wie so ein Berserker. Ja. Yes! Und hab geschafft, eine Qualitätsstufe. Ja, aber mit doppelter Geschwindigkeit. Ne? Das ist richtig. Ja, du, er hatte eine Länge Vorsprung und ist schon dabei, kurz an den Pfahl zu schlagen. Da schießt Goswin an ihm vorbei. Du wahrscheinlich im letzten Augenblick springst du aus. Also wenn hier jetzt der Pfahl ist, der Stift ist der Pfahl, er will gerade so um den Pfahl fassen, springst du an ihm vorbei und berührst den Pfahl als Erster. Boah, das ist meine Woche, ey. Und die Fackeln werden dreimal. Boah, besser als alle Mocha-Zähne zusammen. Und Lothier brüllt auf, hebt die Kajo hoch. Und an dieser Stelle beenden wir für heute den Stream. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich denke, es war sehr schweißtreibend. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch. Das war das beste Würfelduell aller Zeiten. Ja, wir hatten das ja vorher abgesprochen, wie wir das machen wollen. Ich hoffe, ich habe das genau getroffen, so wie du es dir vorgestellt hast. Also wir hatten das Ergebnis nicht abgesprochen, aber wie das halt aussehen kann. Und ich bedanke mich bei euch beim Zugucken, die ihr da draußen seid. Ich bedanke mich natürlich bei euch, die ihr mitgespielt habt, denn ohne euch wäre das Ganze irgendwie ziemlich langweilig. Ich schau mal kurz hier rein, wer denn heute alles da ist. Wir haben Feramin da, wir haben Apple, Bad Apple, wir haben Angel, volles Haus. Wir haben Beuteltier, Commander Root, Drex, Hotney, Justus, Kargrim, Mondschatten, Mr. Magister, Positivity Bot, Quinya Quellen, Sayadra, Sentriel, Shamasa, Sirkai, Skinny Seahorse, So Cool, Steelhammer, Stockholm, Schweden. Boah, die ganze Stadt guckt uns zu. Und Team Boxer, Fred, V&K und Virgoprotz. Es ist mega cool, dass ihr alle so zuguckt. Und ich möchte euch hinweisen auf eine Neuerung im Nordpol. Denn der Nordpol besitzt einen Discord, wie ihr vielleicht wisst. Und im Nordpol-Discord gibt es jetzt einen Bereich, der nennt sich Aftershow-Party. Und wenn ihr Bock habt, kommt ihr gleich alle darüber in den Nordpol-Discord. Und dann sind vielleicht einige von uns, die noch nicht ins Bett gehen, noch da. Also ich bin auf jeden Fall da. Mal gucken, wie es mit den anderen so ist. Und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Ich gehöre jetzt nicht ins Bett. Wie soll ich schlafen? Über die Folge. Ja, dankeschön. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann dort. Und wenn ihr das Ding hier auf YouTube nachguckt, dann habt ihr leider den Aftershow-Party verpasst. Euer Problem.
Aber hinterlasst uns doch trotzdem einen Kommentar unten unter dem Video, wie ihr es fandet, denn das ist immer sehr, sehr motivierend. Und ich möchte allen Leuten, die unter das letzte Video kommentiert haben, nochmal ein ganz, ganz, ganz dickes Lob aussprechen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alles bei uns im Chat los war, im Gruppenchat, im Discord, als ich die Kommentare alle weitergeleitet habe. Wir waren sowas von weggeflasht, also danke und gerne mehr davon, das motiviert ungemein, kann ich nur sagen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wann erfahrt ihr auf dem Nordpol oder auf Twitter bei mir. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.